Hallo, ihr kleinen Kakerlakenliebhaber und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel oder einem weiteren Hörspiel, je nachdem, wie wir es nehmen wollen. Ihr hört heute wieder eine Kakerlakenparty. Ja, die Fortsetzung auch von den anderen Kakerlakenpartys. Bis jetzt hat euch das Ganze ja scheinbar immer gefallen, zumindest was mir das Like-Dislike-Verhältnis so berichtet. Ihr hört also heute die Videos aus der vergangenen Woche noch einmal ohne mein ganzes Gequatsch dazwischen. Ohne Wenn und Aber gibt's da nichts weiter dazwischen, einfach nur als Hörspiel. Das heißt, ihr könnt das Video gerne dazu nutzen, um es nebenbei zu hören, zum Einschlafen, zum Joggen oder einfach zum Entspannen oder was ihr da sonst so nebenbei macht. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel. Hallo? Ja. Wunderschön, guten Tag. Der Bernd Hockeler hätte ich gerne gesprochen. Ja, wen hätten Sie gerne gesprochen? Herr Bernd Hockeler. Ach ja, ja, ist dran. Sehr schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Herr Hockeler, Sie haben sich bei uns angemeldet für eine automatische Trading-Software. Ja. Aha, sagen Sie mir, haben Sie Erfahrung im Bereich Online-Trading? Nö, nö, gar nicht. Mm-mm. Das ist nichts Schlimmes. Bei uns bekommen Sie volle Unterstützung von einem erfahrenen Broker aus unserem Team. Aha. Er wird Ihnen helfen, dass Sie unsere Software einrichten und Sie werden mit ihm einen Finanzplan aufbauen. Ja. Dass Sie auch selber verstehen, was wir für Sie machen. Mhm. Also, was ich hier erwarten kann, im Prinzip, in 2-3 Wochen, dass Sie die Summe, die Sie eingesetzt haben, verdoppeln. Ja. Okay. In 2-3 Wochen. Statistik in 2-3 Wochen, genau. Und warum arbeiten Sie da noch? Wir nehmen, ich persönlich. Ja, weil Sie könnten doch da Ihr Gehalt einmal reinstecken und werden nächsten Monat reich, oder nicht? So reich bin ich nicht, aber... Mein Mann ist ein Finanzberater, handelt für uns. Ja, aber braucht er doch dann gar nicht mehr und Sie doch auch nicht. Sie könnten doch da Ihr Geld reinstecken und müssten doch gar nicht mehr arbeiten. Ich arbeite auch gerne, ich müsste den Leuten helfen. Ja, na und wie viel Geld haben Sie damit jetzt schon erreicht? Wenn Sie sagen, man kann da ja das Geld verdoppeln, dann machen Sie das ja bestimmt schon eine Weile. Wie viel Geld haben Sie denn jetzt? Wir handeln schon mehr als ein Jahr. Na ja, dann sind Sie schon, dann sind Sie ja schon Multimillionäre. Multimillionär bin ich nicht. Nicht? Na, aber wenn ich 250 Euro in 2 Wochen verdoppel und das wiederhole, dann ist man schon Multimillionär. Multimillionär bin ich nicht, habe ich Ihnen schon gesagt. Ja, warum? Aber finanziell geht mir ziemlich gut. Ja, ist da mit dem System was schiefgelaufen? Das System funktioniert ganz gut. Ach so, ja. Ja, dann erzählen Sie mal, denn weil, denn wenn Sie sagen, da kann man ganz schnell Millionär mit werden, dann sagen Sie mal, wie geht denn das? Das habe ich Ihnen nicht gesagt, das habe ich Ihnen nicht gesagt. Doch, Sie haben gerade gesagt, man kann das Geld verdoppeln. Genau, aber Millionär über Nacht, dann könnten Sie nicht. Nee, aber Sie haben gesagt, in 14 Tagen. Genau, die Summe, die Sie eingesetzt haben, könnten Sie in circa 2-3 Wochen verdoppeln. Das bedeutet, bis Ende des Monats haben Sie schon ein paar hundert auf Ihrem Handelskonto. Und Ihr Handelskonto ist vollflüssig, Sie können Ihre Gewinne jederzeit auszahlen lassen. Ja, und dann verdoppelt sich das immer. Oder genau. Wie? Ja. Na, sehen Sie. Also, Sie haben schon ein bisschen Erfahrung. Wie Sie, sagen Sie mir, möchten Sie Ihr Handelskonto bei uns aktivieren mit einem Mindestkapital von 250 Euro? Das wäre mein Vorschlag für Sie. Ja, ja, klar. Dann habe ich ja nächsten Monat schon mindestens 750 auf dem Ding. Okay, wir arbeiten mit Visa und Mastergesellschaft. Das bedeutet, wir akzeptieren Visa und Mastercredit und Debitkarten. Visa und Mastergesellschaft, wer ist denn das? Die kenne ich nicht, die Firma. Haben Sie eine Visa oder Mastercredit oder Debitkarte? Ja, das habe ich, aber es gibt doch keine Visa und Mastergesellschaft. Doch, gibt's. Nee, wo gibt's denn die? Was haben Sie, Visa oder Mastercredit oder Debitkarte? Ja, ich hatte eine American Express. American Express. Ja, oder eine Discover kann ich anbieten. Oder eine JBC. Okay, mit welcher Karte möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? American Express.
Okay, dann werde ich Ihnen den Link per E-Mail zukommen lassen. Sie sollten ein kleines Formular ausfüllen und wir aktivieren dann Ihr Handelskonto. Na, sagen Sie mir nicht die Webseite, auf die ich gehen muss? Die Webseite schicke ich Ihnen gleich per E-Mail. Ja, aber warum per E-Mail? Sie können Sie mir doch sagen, wie Sie heißen. Sagertrade heißt unser Unternehmen. Saga oder Sager? Buchstabieren Sie mal. S wie Siegfried. Ja. A wie Anton. Ja. G wie Gustav. Jo. A wie Anton. Ja. Dann kommt ein Trade. Saga und dann Trade, ja. Punkt. I-O. I-O. Genau. Sagatrade.io. So, jetzt habe ich hier so eine Seite mit, so, die nach hier Handeln aussieht, ja. Das ist unsere Webseite. Jo, und was mache ich denn da jetzt? Weil die ist ja nicht mal auf Deutsch. Sie können das auf Deutsch ändern. Wo denn? Ich habe eine großbritannische Flagge, stattdessen haben sie eine deutsche. Nö, da ist bloß Espanol und Italien. Und auch Deutsch? Nein. Bei Ihnen nicht? Nö. Okay, dann schicke ich Ihnen einfach den Link per E-Mail und Aha. Sie können dann dieses Formular ausfüllen. Auf Englisch denn, oder wie? Auf Deutsch. Aha. Na gut, wenn es Deutsch ist, ja, dann schick mal zu den Krempel. Ganz kleine Sekunde. Ja, ja. Wie lange dauert die Sekunde? Die Sekunde ist rum. Sie werden gleich die E-Mail bekommen. Ja, an welche E-Mail-Adresse denn? Wo schickst du das hin? Die E-Mail-Adresse, die Sie hier geschrieben haben. Ja, und welche ist es? Die E-Mail-Adresse sehe ich leider nicht aus Datenschutzgründen. Ach so, ja, dann kann ich dir auch nicht sagen, ob die ankommt. Dann müssen wir halt warten und gucken, ob die kommt. Weil ich weiß ja dann auch nicht, in welchem E-Mail-Postfach. Das könnten ja Hunderte sein. Dann sagen Sie mir einfach Ihre E-Mail-Adresse. Ich werde manuell eingeben. Na, was haben Sie denn da für eine E-Mail? Dann gehe ich in das Postfach, wo ich reingehen soll. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, aus Datenschutzgründen sehe ich Ihre E-Mail-Adresse nicht. Ja, dann hebe ich den Datenschutz hiermit auf. Geben Sie mir einfach Ihre E-Mail-Adresse, ich werde das manuell eingeben. Ja, dann nehmen Sie den Vornamen.Nachnamen at mdccfun.de. Bitte nochmal die ganze E-Mail-Adresse buchstabieren. Ja, den Vornamen.Nachnamen und dann at mdccfun.de. Bernd.Hockele und dann? Ja, at mdccfun.de. MDCC FUN.de FUN.de Jo. Ganz kleine Sekunde. Ich warte. Was machen Sie beruflich schon übrigens, Herr Hockele? Was ich beruflich mache? Genau. Ja, ich arbeite im Theater. Sehr schön. Wie alt sind Sie? Ich bin 29 und Sie? Ich bin 33 Jahre alt. Oh. Ab 30 geht's bergab. Ja? Ja. Sagen Sie mir, haben Sie jetzt in Ihrem Posteingang eine E-Mail bekommen? Nein. Checken Sie auch Ihr Spam-Ordner, vielleicht ist die E-Mail in Spam-Ordner gelandet. Da kann ich mal reingucken, Moment. Das dauert ein kleines bisschen, weil das lädt hier. Ui, da ist aber viel drin. Von wem kam die E-Mail? Von einer Frau Lena Kurz. Ja, da habe ich ja Kontoaktivierung, ja? Genau. Das ist aber ein komischer Link da drin. Könnten Sie den Link öffnen? Weiß ich noch nicht, ob ich da draufdrücken will, weil der ist ja so wirklich so ganz komisch. Warten Sie mal, ich muss den mal kopieren und dann mache ich mal den in den Tor-Browser. Weil das ist ja ein komischer Link. Das ist aber nicht eure Webseite. Das ist nicht unsere Webseite, das ist ein 3D-Sicherheitslink.
Ein 3D-Sicherheitslink. Das ist ja ein abgefahrenes Wort. Was ist denn das her? Wer hat denn dir das beigebracht? Sie brauchen jede Transaktion zu bestätigen über 3D-Sicherheitssystem. Ja, hier steht ja sogar drin, Secure Pay Payment 3D.com. Soll ich den ganzen Link vorlesen? Sie sollten den Link einfach öffnen. Ja, da passiert nichts, wenn ich den öffne. Sie meinen, da passiert nichts. Passiert nichts. Ah, jetzt macht er was. Hat gedauert. Moment. Jetzt bammelt es hier rum. Moment. So, jetzt habe ich Your Session has Team out, Please open, this Page again. Ich dachte, das gibt's hier auf Deutsch. Ah, warten Sie, da ist ein Knopf, da kann ich auf Deutsch. Steht trotzdem der gleiche Krempel auf Englisch. Your session has time out, please open this Page again. Geht nicht der Link. Warten Sie einen Augenblick. Ist kaputt. Ich werde den Link nochmal senden, weil ja. Augenblick. Und man kann das nicht auf Deutsch stellen. Ich dachte, das kriegen wir hier auf Deutsch jetzt, den Krempel. Geht nicht. Haben Sie vielleicht Online-Banking? Wir können das über Online-Banking machen. Nein, sowas habe ich nicht. Dann senden wir den Link auf Deutsch. Was? Nein, ich hätte jetzt gerne das hier auf Deutsch. Da, wo ich jetzt auf diese komische Secure Payment Webseite hier das einzahlen soll. Oder so tue. Wir können Ihr Handelskonto aus von unserer Seite aus aktivieren. In diesem Fall benötige ich nur Ihre Daten. Jo, machen wir so. Okay? Jo. Okay, sagen Sie mir das, wie lautet die lange sechsstellige Nummer von Ihrer Kreditkarte? Warten Sie, dann muss ich mal gucken, weil dann die habe ich ja jetzt hier nicht bei mir. Da muss ich im Portemonnaie gucken. Okay. Warten Sie. Ich gehe das Portemonnaie suchen und dann gucken wir da mal. Warten Sie. Ich habe das Portemonnaie gleich. Ich bin gleich im Flur. Nicht auflegen. So, da haben wir das Portemonnaie. So, dann öffne ich jetzt das Portemonnaie und schaue da einmal rein. So, was haben wir denn da alles? So, hier haben wir die Gutscheinkarte vom Popo Club. Dann haben wir hier noch einen Kinogutschein. Ah ja, hier, die Amrecken Express, die wollten Sie ja haben, ne? Okay. Jo, da ist denn die 16-stellige Nummer, die 34 36 011. Bitte einmal langsam Zahl für Zahl. Jede Zahl möchten Sie einzählen. Moment, dann schaue ich nochmal. Dann ist das die 3. Ja. Dann eine 4. Okay. Und dann kommt nochmal eine 3. Ja. Und dann kommt noch eine 6. Okay. Und dann kommt eine 0. Weiter. Eine 1. Ja. Dann haben wir noch eine 1. Weiter bitte. Und dann hätten wir eine 8. Und weiter. Eine 7. Ja. Dann kommt eine 3. Okay. Und dann eine 8. Okay. Und dann noch eine 3. Okay. Eine 8. Okay. Und noch eine 3. Nach dem 3 kommt 4. Hä? Wir sind doch noch gar nicht fertig. 3, 8 und weiter. Ach so, nach der 3 und der 8 kommt dann eine 5. Okay. Und dann haben wir noch eine 7. Und dann wären wir fertig mit der langen 13-stelligen Nummer. Nee, 16 oder 8, ist ja auch egal. 16-stellige Nummer, aber nochmal von vorne. 3, 4, 3, 6, 0, ja. 1, 1, ja. 8, 7, 3, 8, 3, 8, 5 und noch 2 Zahlen. Nee, da kommt dann nur noch die 7 nach der 5. Das ist doch nicht denn 16-stellige Zahl. Also ich habe das jetzt langsam genug gemacht. Jetzt müsste die Nummer aber passen. Soll ich das jetzt nochmal machen? Wiederholen Sie bitte nochmal die ganze Nummer. Aber dann ein bisschen schneller, ja?
Ja. Ja, dann ist es die 343-6011-8738-3857. Haben wir es jetzt? Okay. Jo. Wie lautet das Verlaufsdatum? Das Verfallsdatum, meinen Sie? Genau. Das Mindesthaltbarkeitsdatum. Da sind wir hier bei Januar, Februar, März, April, bei April 24. Okay, und sagen Sie mir bitte noch die dreistellige Nummer von der Rückseite der Kreditkarte. Nochmal bitte. 184. 4. 184. 184. Jo. Ganz kleine Sekunde, ich werde mit der Finanzabteilung. Mit der Finanzabteilung? Mit der Finanzabteilung überprüfe ich noch, welche Daten benötigen wir noch. Noch mehr Daten? Was brauchen Sie denn noch? Ich brauche noch Ihren Namen auf der Kreditkarte und Ihre Adresse, glaube ich. Aber das möchte ich gleich überprüfen. Ja, dann überprüfen wir das gleich. Aber jetzt nicht wieder stumm machen, das ist blöd. Bleib mal dran am Telefon. Hallo? Ist da noch jemand? Hallo? Hallo? Alte Lady? Hallo? 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 Herr Rockele? Ja? Sagen Sie mich, Herr Rockele, wann sind Sie geboren? Wann ich geboren bin? Genau. Am 17.07.92 war das, genau. Liegt schon eine Weile zurück. Bei Ihnen ist da so ein ganz komisches Geräusch im Hintergrund. Wir haben Musik im Hintergrund. Achso, dann machen Sie das mal aus. Das kann ich leider nicht. Natürlich können Sie das ausmachen. Aufstehen und den Knopf drücken. Ich benötige noch Ihre Adresse, wo Sie wohnen. Ja, die verrate ich Ihnen, wenn Sie die Musik ausmachen. Weil ich höre Sie kaum noch. Das kann ich leider nicht machen. Ich höre Sie kaum noch. Hallo? Die Musik ist so laut. Sagen Sie mal bitte Ihre Adresse. Scheißbetrüger. Hallo? Jo. Sagen Sie mir Ihre Adresse. Ja, wenn Sie die Musik ausmachen. Hallo, schönen Tag. Ich spreche mit Herrn Gerold. Der Nachname? Lümmeltütchen. Das ist ein ganz schwieriges Nachname. Ja, aber das ist mein Nachname. Das heißt ja nicht Herr Gerold. Ja. Oh. Warum Sie mögen nicht, dass jemand Herr Gerold? Was ist das Problem, Herr Gerold? Ja, so spricht man in Deutschland die Leute nicht an. Man spricht die Leute mit dem Nachnamen an. Mein Gott. Okay, alles ist klar. Jo. Herr. Ich bin Ihre Kontobereiterin. Nee, nicht Herr. Herr Lümmeltütchen. Nicht Herr. Lümmeltütchen. Ja. Herr Lümmeltütchen. Genau. Ich bin Ihre Kontobereiterin von Coins Banking Finanzmarkt. Ich sehe, dass Sie haben angemeldet unsere Plattform. Ja. Deshalb ich rufe Sie an, um Ihnen zu helfen, Ihre Konto zusammen aktivieren. Also, können Sie mir sagen, wie viel Sie wollen anfangen, Ihre Handel? Wie bitte? Wie viel Sie wollen anfangen, Ihre Handel für Bitcoin? Keine Ahnung, wie viel soll man denn? Also, ich kann Ihnen zu helfen. Sie können anfangen mit 500 Euro. Ich kann geben Ihnen 200 Euro als Probezeitgeld. Also, und Sie können nehmen 2 Wochen Probezeit. Probieren unsere Plattform und dann sehen, wie das funktioniert. Also okay? Mit einem Demokonto denn, oder wie? Nein, keine Demokonto. Ja. Das ist Finanzmarkt. Sie wollen Geld investieren für Bitcoin. Ja, aber wenn Sie sagen, erstmal ausprobieren, dann ist doch ein Demokonto beim Ausprobieren, oder nicht? Nein, schauen Sie. Trotzdem, Sie sollen investieren. Dieses Geld, das ich kann, geben Ihnen diese Probezeit. Weil mit diesem Probezeit, ich gebe Ihnen Probegeld und plus auch Finanzisten, professionelle Finanzisten, dass sie sollen mit Ihnen arbeiten. Okay, ja.
Hallo? Ja. Herr Gerold. Nee. Also, was nee? Nicht Herr Gerold. Mein Gott, Herr Lümmeltütchen. Genau. Sie wollen anfangen, Ihre Hand für Bitcoin. Ja, kann man machen, ja. Okay, wie viel? Wie viel? Ja, weiß ich nicht. Kann man nicht erstmal 20 Euro oder so? 20 Euro, das ist ganz wenig. Minimum ist 52 Euro. Machen wir das oder nicht? Ach so, warum denn so viel? So viel? Na, war das jetzt nur eine Frage. Warum denn? Ich glaube, Sie haben diesen kleidiges 250 Euro her. Lümmeltütchen. Ja, na, warum muss man denn so viel? Kann man da nicht erstmal mit weniger? Nein, ich habe schon gesagt. Minimum ist 250. Ja, okay. Dann machen wir das. Okay. Okay, schönen Tag. Tschüss. Wieso jetzt? Ich dachte, wir können jetzt handeln. Was? Na, wieso schönen Tag? Ich habe doch gesagt, 250 Euro können wir dann machen, wenn es nicht anders geht. Okay, dann machen wir. Ja. Welcher Tag? Okay, ich öffne Ihre Mail. Meine E-Mail. Ja, Ihre E-Mail ist aber komisches E-Mail, steht hier. Wieso? g-vo-n.steiner. Das ist Ihre E-Mail? Ja, das klingt erstmal richtig, ja, und weiter? Okay. Dann, ich schicke jetzt unsere Website-Link. Öffnen Sie. Ja, was steht denn hinter dem Ad-Zeichen? Was? Ja, in der E-Mail. Sie haben ja jetzt nicht die ganze E-Mail vorgelesen. smdccfun.de fun.de, ja, genau. Dann ist es die richtige, ja. Da kann ich gucken. Okay. Ist jetzt schon geschickt, die E-Mail, oder? Hallo? Hallo? Okay. Aha, jetzt ist in Ihrer Mail. Ich habe schon das geschickt. Ach so, jetzt haben Sie geschickt, die Nachricht. Ja? Ich heiße Sia Fischer. Hä? Öffnen Ihre Mail jetzt. Aha, okay, ja, dann gehe ich mal gucken. Also, Sie haben jetzt die Nachricht verschickt, ja? Ja, ja, ja. Okay. Öffnen Ihre E-Mail. Dann gucke ich da mal rein. So, von wem wurde denn die Nachricht verschickt? Hallo? Ja, hallo, haben Sie? Ja, von wem wurde denn die Nachricht verschickt? Ich habe hier so viel. Sia Fischer, sollen Sie einen Link von Sia... Hä, was? Hallo? Ich höre Sie nicht. Ja? Ja, von wem ist denn die E-Mail gekommen? Wer hat mir denn eine E-Mail geschickt? Ich habe E-Mail geschickt. Ja, und wie heißt der Name? Sia Fischer, mein Name heißt. Ich habe das immer noch nicht Fischer, verstanden. Frau Fischer. Ach, Fischer. Ja, dann ja. Sagen Sie das doch. Ja, dann gucke ich mal nach einer Frau Fischer in meinen E-Mails. So, es lädt erstmal alles runter. Nee, ist jetzt noch nichts gekommen. Aktualisieren Sie bitte Ihre Mail und nochmal sehen. Ja, warten Sie, ich mach mal nochmal auf Aktualisieren. Vielleicht lädt da noch was runter. Ich kriege hier nur ganz viele E-Mails gerade. Höhle der Löwen macht Schweizer mit Öl reich. Kriege ich jetzt hier ganz viel. Oh, da kommen aber viele. Hallo? Ja, haben Sie? Ja, ich gucke noch. Hier ist so viel. Hier kommt die ganze Zeit kommt ganz viel hier von Höhle der Löwen. Da kommen gerade die ganzen... Checken Sie Ihre Spam. Spam? Ja, Sie meinen den Spam-Ordner? Ja. Ja, guck ich mal. So, was haben wir denn hier? Nee, ist auch noch nichts da. Okay, welche Karte Sie benutzen? Was? Welche Karte Sie benutzen? Welche Methode Sie wollen machen, Ihre Handel? Die Frage verstehe ich nicht. Wie meinen Sie das, was ich machen will? Das ist eine normale Frage. Sie wollen Geld investieren, also die Plattform funktioniert mit Visa und Mastercard. So, das haben Sie ja nicht oder gesagt. Sie haben PayPal. Welche Karte Sie benutzen? Das ist Master oder Visa? Da nehme ich dann die Visa-Karte. Aha, okay. Dann sagen mir bitte diese Nummer und ich aktiviere das von meiner Seite. Ach so, also brauche ich jetzt gar nicht auf die Seite gehen dazu.
Ich sage, dann brauche ich auf die Seite gar nicht gehen dazu. Das geht dann automatisch. Sie wollen Ihre Seite aktivieren? Nee, na, die Frage war jetzt, geht das dann automatisch, wenn Sie das machen, oder wie jetzt? Sie erklären ja nichts, Sie sagen ja immer nur irgendwas. Nein, schauen Sie, ich habe geschickt unsere Link, dass Sie öffnen und aktivieren, dass Sie von Ihrer Seite. Aber, wann Sie können ja diesen Link finden? Ich kann gerne, dass Sie von meiner Seite aktivieren, Herr Lümmelchütten. Ja. Ja, ja, dann machen wir das so. Okay, haben Sie WhatsApp? Nee. Dann, Sie öffnen Ihre Mail. Die E-Mail, ja. Habe ich ja auf hier, bin ich ja drin. Checken, Spam, Junk-Mail, Inbox. Ich weiß, dass Sie haben noch nicht geöffnet Ihre Mail. Doch. Habe ich ja, ich habe hier schon E-Mails vorgelesen. Die, hier sind ja ganz viele Nachrichten gekommen hier. Ja, ich weiß nicht, das ist ja sicher. Hier mit Höhle der Löwen und Bild, hier untersucht die Wahrheit über das geheime System, sowas kommt hier gerade die ganze Zeit. Okay. Ja. Also Werbung, hier kommt nur Werbung. Werbung? Ja. Nein, Moment. Okay. Wie gesagt, Sie haben keinen WhatsApp, oder? Nee. Oh, schade. Sowas benutze ich nicht. Ja, Frau Fischer, was machen wir nun? Oh, öffnen Ihre Google, ich buchstabiere. Ich soll Google öffnen? Ja, ich buchstabiere unsere Plattform, Sie können öffnen das. Ja, dann mache ich mal Google auf, Moment. So, google.de. So, jetzt bin ich auf Google, ja? Mhm. Jetzt ich buchstabiere. Wie Cäsar? Ein C wie Cäsar. Ja. Ja, habe ich. O wie Otto. Ein O? Ja. I als Italy. Ein was? I als Italy. Aha, ein I, okay. Ja. N als Niederland. Ja. S als Sommer. Ein S. Okay. B als Berlin. Ein B. Ja. Ja. A als Amerika. Ja. N als Niederland. Ja. K als König. Ha. I als Italy. Ja. N als Niederland. Ha. G als Germany. Ha. Coinsbanking.com. Ja, jetzt habe ich hier die Ergebnisse. Auf welches soll ich denn klicken? Hier von Trustpilot oder? Was sehen Sie? Sagen mir bitte. Und na, ich sehe jetzt hier Trustpilot mit den ganzen Bewertungen und sehen Sie Sign in, Sign up? Was? Sign in, Sign up. Sehen Sie? Oben, ganz oben. Hier steht... Sign in, Sign up. Sign in, Sign up. Sie können Sprache tauschen und Deutsch machen. Ja, ist ja Deutsch. Es sind ja die Suchergebnisse jetzt hier. Sie sagten ja, ich soll bei Google suchen. Wenn das ist Deutsch, dann klicken Sie anmelden. Ja, hier sehen oben... Sie anmelden? Hier oben steht anmelden, ja. Dann klicken Sie zum Anmelden. Ja, habe ich gemacht. Jetzt bin ich eingeloggt hier auf Google. Was sehen Sie? Na, immer noch die Google-Suchergebnisse. Also, Sie haben ja jetzt gesagt, was? Ich soll mich hier auf der Google-Seite anmelden. Da oben steht ja anmelden. Da habe ich mich jetzt angemeldet hier auf Google. Schauen Sie, Sie haben schon Registrierung gemacht von dieser Website. Ja, ja, auf Google bin ich registriert, richtig. Da habe ich ja auch ein E-Mail-Postfach. Was sehen Sie jetzt? Sagen mir bitte, dass Sie verstehen. Na, immer noch die Suchergebnisse. Sie sagten, ich soll auf Google gehen und ich bin auf Google. Nein, ihr habt gesagt, Sie sollen Coins Banking öffnen. Nein, haben Sie nicht. Sie haben gesagt, ich soll Google öffnen und soll da dann suchen. Das haben Sie gesagt. Aufhören. Nicht verschwenden meine Zeit, okay? Nee, Sie sagen, ich soll auf Google suchen und das habe ich doch jetzt getan. Ich mache doch nur das, was Sie mir sagen. Und ich frage ja sogar nochmal nach. Und wenn Sie dann aber immer Ja sagen, dann mache ich ja auch das, was Sie sagen. Also... Oder
aktiviere das von meiner Seite oder auflegen. Ja, dann aktivieren Sie das, wenn Sie mir das nicht erklären können. Dann müssen Sie das alleine machen. Dann machen Sie das alleine. Ich kann das nicht erklären. Nee, ja, merke ich, dass Sie das nicht schaffen. So intelligent scheinen Sie nicht zu sein. Aber was wollen Sie mir denn erklären, wenn Sie das gar nicht können? Ich meine, dann verstehe ich den Grund des Anrufs nicht, wenn Sie zu blöd sind, mir was zu erklären. Nein, Sie sind blöd, Sie verstehen gar nicht, was ich sage. Doch, ich verstehe ganz... Eine Mail öffnen, ja? Wie alt sind Sie? Das geht Sie überhaupt nichts an. Sie sind ein Scheißbetrüger und Abzocker, mehr sind Sie nicht. Du bist. Ihr seid Betrüger und Abzocker und ihr seid zu blöd, eure eigene Webseite zu öffnen. Dazu seid ihr zu dämlich. Nicht mal das schafft ihr. Ich frage mich wirklich, wer euch von die Straße abgekratzt hat und in dieses Callcenter getackert. Verstehe ich wirklich nicht. Es geht nicht in meine Birne rein, wie man so blöde Menschen da hinsetzen kann. Das glaubt euch doch keine Sau, was ihr da für Scheiße labert. So, willst du jetzt auch noch was sagen? Bin jetzt fertig. Ja, mach mal dein Mikrofon wieder an. Tja. Einfach nur zu blöd und zu dämlich. Leitet mich auf Google, ich soll hier Google aufmachen und dann mache ich Google auf. Ja, und dann ist er damit nicht zufrieden. Und natürlich steht bei Google oben anmelden. Ich weiß nicht, wie man so dämlich sein kann. Wirklich, es geht in meine Birne nicht rein. Hallo, Lady, Frau Fischer. Abzocker, Betrüger. Noch am Telefon? Betrüger. Tja. So ist das halt, ne? Abzocker-Lady, die Leitung steht noch. Naja. Ja, ich grüße Sie, Herr Bernd. Etwas ist Leitung passiert. Hören Sie mich jetzt besser? Ja. Wunderbar. Freut mich sehr, dass ich erreichen konnte. Ich stelle mich nochmal vor, Marco Roth hier am Apparat von Sagat. Mhm. Und ich melde mich ganz rasch zu Ihnen, Herr Bernd, weil Sie haben ein bisschen ja in der Vergangenheit recherchiert über das Thema Bitcoins, Handel, Geld verdienen. Erinnern Sie sich? Ja. Okay, was ist in dem Sinne passiert? Haben Sie schon etwas getätigt? Nö, bis jetzt habe ich noch nichts gemacht. Okay, absolut kein Thema. Wir haben, wollte Ihnen ein sehr gutes Produkt vorstellen. Mhm. Das ist die neueste vollautomatisierte Software, die es zurzeit auf dem Markt gibt, Gebert. Ich wollte nachfragen, ob grundsätzlich Interesse vorhanden ist, sozusagen Geld zu verdienen. Nö, eigentlich nicht. Schauen Sie, aber Sie haben ja Interesse geäußert, korrekt? Ja, kann sein, irgendwann mal vielleicht, ja. Okay, wie jung sind Sie eigentlich, Herr Bernd? Warum wollen Sie das wissen? Schauen Sie, das ist eine Routinefrage, weil ich kann schon von der Stimme her hören, dass Sie sozusagen mit beiden Beinen im Leben stehen und dass Sie sozusagen sicherlich ein Geschäftsmann sind, ja? Mhm. Weil wir haben ein super Angebot und wenn Ihnen das dann passt, wäre wunderbar für beide Seiten. Dann hätten wir beides was davon. Aha. Okay? Na, dann erzähl mal. Okay, danke. Also, es handelt sich um die neueste Plattform, MT6. Also, wir haben das neueste vollautomatisierte Software hier bei uns. Das ist ein Algorithmus, das aufgrund Marktqualität arbeitet. Konkret Preisunterschiede. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sie in die ganze Sache bewandert sind, aber ich kann Ihnen schon mal eines sagen. Die Software arbeitet einwandfrei und ist sozusagen zeitsparend. Okay? Mhm. Also, da müssen Sie nicht viel machen, aber Sie können das alles mit der App verfolgen. Okay? Ja, und seit wann gibt es MT6? MT6 gibt es schon ein paar Wochen. Aber wir haben das konkret hier bei uns im sozusagen im Angebot von letzter Woche. Mhm. Und deswegen rufen wir die Kunden an, sozusagen die Firma Interesse geäußert haben, um diese neueste sozusagen Software anzubieten. Wir, wie gesagt, haben viele Wissenschaftler daran gearbeitet, entwickelt und jetzt ist das sozusagen startklar. Mhm. Aber dass es nur den MT5 gibt, das ist bekannt. Schauen Sie, wir haben auch MT6. Das können Sie bei uns auf der Homepage-Seite nachprüfen. So, aber MT6 gibt es ja noch gar nicht. Deswegen sage ich Ihnen, Herr Bernd, das haben wir bei uns im Angebot und das können Sie auch nachprüfen.
Und wie kann man das nachprüfen? Deswegen, wenn ich Ihnen eine Mail sende, und da können Sie auf unsere Seite gehen und da können Sie alles sehen. Schwarz auf weiß. Und wie heißt die Seite? Okay, sind Sie denn jetzt zu Hause? Ja? Ja. Und benutzen Sie einen PC oder Laptop? Nee, ich habe einen Computer, aber das ist ja auch eigentlich egal, was man hat. Computer oder Laptop ist das Gleiche. Okay, ich frage nur nach, Routine halber. Okay, sagen Sie mir bitte, Sie wissen ja, dass man auch eine Summe sozusagen investieren muss, ja? Nö. Das ist sozusagen ein Transfer von Konto A auf Konto B. Ja, und weiter? 250 Euro ist der Mindestbetrag, ja, aber Ihr Geld bleibt Ihr Geld. Was? Ja, ja. Okay, was haben Sie, Kreditkarte oder Online-Banking? Ich habe eine Kreditkarte, ja. Okay, wäre das von Visa oder Master? Eine Dong Zhuang. Was, Entschuldigung? Eine Dong Zhuang. Eine ganz neue? Eine Dong Zhuang. Okay, Visa oder Mastercard? Ja, eine Dong Zhuang. Keine Visa, keine Master, eine Dong Zhuang. Okay, und haben Sie Online-Banking? Nö. Home-Banking, nutzen Sie das? Also Sie haben keine Karte und kein Online-Banking, ja? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe kein Online-Banking und ich habe eine Dong Zhuang-Kreditkarte. Okay, aber leider mit dieser Karte arbeiten wir nicht. Warum nicht? Wir präferieren nur Visa und Master. Ja, aber warum? Okay. Das kann ich für Sie einrichten, wenn es sein soll. Dann werde ich Ihnen jetzt sozusagen die Daten schicken, okay? Was sind für Daten? Eine Mail, wo Sie alles sehen können. An welche E-Mail-Adresse denn? Wir haben hier eine E-Mail-Adresse hier im System. Jetzt werde ich Ihnen das abschicken. Ja, und an welche E-Mail-Adresse wollt ihr das jetzt schicken? Jetzt werde ich Ihnen sagen, aus Sicherheitsgründen kann ich die E-Mail-Adresse einfach nicht sehen. Eine Sekunde, kann ich jetzt dir aber ich auch nicht sagen, in welches Postfach ich gucken muss. Hallo, kommt da jetzt noch was oder habt ihr jetzt keine Lust mehr? Ja. Nein, nein, die Lust ist sozusagen jedenfalls da. Aber auf welche E-Mail-Adresse, mit welcher E-Mail-Adresse wollen Sie das machen? Ja, mit die ihr da habt. Okay, jetzt werden wir absenden, aber aus Sicherheitsgründen kann ich diese E-Mail-Adresse nicht sehen. Schauen Sie mal in Ihrem sozusagen Posteingang. Im Posteingang? Soll ich jetzt echt runtergehen? Aber so schnell kann doch das gar nicht im Posteingang sein. Also wir haben die E-Mail-Adresse bernd.hockele@mdccfun.de. Ich dachte, ihr seht das da nicht aus Sicherheitsgründen. Das sind aber komische Sicherheitsgründe, wenn man es dann doch sehen kann. Jetzt konnte ich sozusagen, habe ich die Finanzabteilung nachgebracht. Aha. Und wo waren jetzt das mit den Sicherheitsgründen? Irgendwie widersprecht ihr euch da selbst. Schauen Sie, ich kann nachfragen, wenn der Kunde das sozusagen haben möchte. Ja. Deswegen. Aha. Na gut, dann soll ich jetzt da in mein E-Mail-Fach reingucken? Genau. Schon geschickt, die E-Mail? Die E-Mail wird jetzt abgesendet in 2 Sekunden. Die Kollegin wird das machen, die Frau Lena Kurz hat Ihnen das geschickt. Also ist jetzt schon versendet, die E-Mail? Nein, nein, nicht von der Frau Lena. Na, ist die jetzt schon versendet oder nicht? Ja, versendet ist das. Naja, siehst du, das war doch die Frage. Wenn es da ist, sagen Sie mir Bescheid. So. Ist das da? Nö. Schauen Sie mal im Spam. Hier ist auch nichts drin. Okay. Schalten Sie die Seite neu ein.
Hä? Was? Laden Sie die Seite neu ein, sozusagen. Neu einladen? Wohin soll ich sie denn einladen? Nicht einladen, sondern die Seite refreshen, sozusagen. Wie hieß der jetzt, der Absender? Wer hat die Nachricht verschickt? Die Frau Lena Kurz. Ah ja, sowas habe ich hier stehen, ja. Hm. Okay, gehen Sie da rein. Jo. Und der Link. Lädt und was noch. Sehen Sie jetzt? Das lädt noch. Dauert hier. Okay, kein Thema. So, jetzt ist da so ein unseriöses Krypto-Wallet, ja. Wie meinen Sie unseriös? Schauen Sie, wir sind lizenziert. Hm. Die Seite ist ja, 100% ja. sicher. Nee, ist nicht, weil ich soll hier Geld auf einem Krypto-Wallet aufladen. Das ist doch nicht sicher, das ist doch Verarsche. Was soll denn der Scheiß? Nein, natürlich. Nein. Ach, erzähl mir keine Märchen, nein. Ihr seid Betrüger, wie alle anderen. Wer Betrüger? Na, schauen ihr. Sie, das ist jetzt nichts wird von Ihnen, Herr Bernd, weil Sie wissen ja nicht, wie gesagt, wie alles funktioniert. Doch, ich habe noch nicht alles erklärt. Krypto-Wallet, da soll ich mein Geld aufladen auf so ein scheiß ausländisches Krypto-Wallet. Nein. Und dann ist die Kohle weg. Nein. Nee, wie denn? Nein. Ich werde Ihnen erklären, wie das funktioniert. Ach so, oder nicht? Sie machen nur einen Transfer. Ein aber hier steht aber, dass meine Sitzung abgelaufen ist auf Englisch, auch wenn ich hier auf Deutsch klicke. Hier steht, your session has timed out. Please open the page again. Und wenn ich das mache, dann kommt da auch nichts. Also, euer... Keine Sorgen, die Sitzung ist nicht abgelaufen. Steht Sie aber. Werden das jetzt sehen. Jo, dann mach mal. Laden Sie die Seite neu ein und dann werden Sie sehen. Jo, mach. Okay. Und wo? Kommt nichts. Was sehen Sie jetzt? Nichts. Und was sehen Sie jetzt? Immer noch nichts. Wie meinen Sie, Sie sehen nichts? Sehen Sie den Link? Ja, ich habe da drauf gedrückt, da passiert aber nichts. Okay, wie kann da nichts passieren? Müssen Sie da etwas eingeben? Ja, habe ich doch schon erzählt. Your session is timed out. Okay, sehen Sie da noch etwas? Nein. Neben dem? Wenn Sie ein bisschen nach unten scrollen? Da kann man nicht scrollen, da ist nichts zum Scrollen. Okay, wir werden Ihnen jetzt nochmal die Mail versenden, okay? Ja, aber der Bums hat ja schon vorhin bei einem anderen Betrüger auch nicht funktioniert. Schauen Sie, Herr Bernd, entschuldigen Sie jetzt, dass ich reingrätschen muss. Aber wir sind ein seriöses Unternehmen, ein lizenziertes Unternehmen. Oh ja, Lizenz. Warte mal, Lizenz ist ein gutes Stichwort. Bei wem seid ihr lizenziert? Bei der deutschen BaFin. Bei der österreichischen. Warte. BaFin.de. So, genau. Dann sag mal die Nummer. Unsere Kundennummer. Bei der BaFin, ja. Schauen Sie, das darf ich Ihnen nicht sagen. Natürlich, das ist sogar Pflicht, dass ich mir das sagen müsst. Das können Sie auf der Seite sehen. Naja, dann kannst du mir das ja auch sagen. Schauen Sie, ich bin nur hier Kundenbetreuer. Also na, wie jetzt gesagt. Fällt der Betrug doch auf, weil er mir die Nummer nicht sagen kann, siehst du? Doch, Betrüger. Also ich bitte Sie, Herr Bern. Naja, wenn Sie mich bitten wollen, dann sagen Sie mir doch die Nummer, dann haben wir doch das, da haben wir doch die Frage jetzt gelöst, ob ihr Betrüger seid oder nicht, wenn du mir die Nummer geben kannst. Wenn du mir die nicht geben kannst, ja, dann wissen wir, was du bist. Herr Bernd, eine Frage jetzt. Jo. Guck doch mal die Fische. Ja, wo ist denn jetzt die Frage? Sagen Sie mir bitte, ist Ihre sozusagen, sind Sie interessiert in dem Produkt, ja oder ja? Das ist ja keine Frage, das ist ja schon die Antwort zur Frage. Aber egal. Die Antwort habe ich Ihnen gegeben. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt gerne mal die Nummer von der BaFin, also eure Kundennummer bei der BaFin. Also es gibt ja eine Registration-ID und die kannst du mir sagen müssen. Absolut. Jo, und dann sag mal. Okay, eine Sekunde. Jetzt kommt bestimmt der Moment, wo du gleich auflegst. Nein? Machen die meisten aber. Man kann ja bei der BaFin, kann man ja suchen nach eurer Regulation-ID. Und wenn die da nicht drin steht, dann steht die da nicht drin. Okay, die Nummer geht so. Schreiben Sie auf. 468. 468, ja. 7910. 7910. So, gucken wir mal.
Suchergebnisse. Ja, keine Suchergebnisse, also keine Ergebnisse gefunden. Tja. Ja, das ist die Nummer. Habt ihr euch wohl ausgedacht, ne? Weil die BaFin kennt eure Nummer nicht. Die BaFin kennt unsere Nummer, weil wir sind alle der größte Kunden. Ja gut, ich hätte ja jetzt... Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade live hier am Telefon, habe ich die Nummer bei der in dem Suchfeld von der BaFin eingegeben, ob ihr ein wirklich registriertes Unternehmen seid. Und die BaFin sagt nein. Ja. Ah, so ist das also. Jo. Kann man ja live überprüfen, ja, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. Absolut, absolut, absolut. Herr Bernd, Frage jetzt. Ist Interesse vorhanden? An einem seriösen Unternehmen schon, aber ihr seid ja Betrüger. Aber schauen Sie, das ist jetzt nicht nett. Also das ist jetzt wirklich nicht nett von Ihnen. Oh, das tut mir leid. Aber letztendlich habt ihr mir ja jetzt nicht beweisen können, dass ihr keine Betrüger seid. Ich habe ja nach der Nummer gefragt. Ich habe Ihnen die Nummer gegeben. Ja, aber die stimmt ja nicht. Ich habe ja gerade bei der BaFin eingegeben. Die stimmt. Das naja, aber wenn mir die BaFin jetzt gerade selbst sagt, nein, die Nummer existiert nicht... Dann ist die Nummer wohl falsch. Oder ihr seid Betrüger. Okay, Herr Bernd. Jo. Wir wollen weitergehen. Wir wollen weiter verbleiben. Naja, wie wär's denn mal, wenn ihr euch einen vernünftigen Job sucht und bei einem wirklichen echten Unternehmen anfangt zu arbeiten? Ich meine, tut ja nicht weh. Warum muss man mit Betrügen sein Geld verdienen? Warum beklaut ihr die Leute? Ich meine hier aber alleine über dieses SecurePay, alleine dieses SecurePay 3D ist doch hier schon so ein linkes Ding. Herr Bernd, das ist wirklich, wirklich nicht nett. Also schauen Sie, für diese Sache jetzt, also glauben Sie mir, ich bin jetzt wirklich sehr sauer. Ja. Also ich hätte gerne hier mal ein Unternehmen, was hier mal ernsthaft anruft und mal davon überzeugt, dass sie keine Betrüger sind. Aber weißt du, was passiert? Es rufen nur Betrüger an. Nur. Also wirklich 100% nur. Okay, Herr Bernd. Schauen Sie, dann sind Sie keinesfalls der richtige Kunde für mein Unternehmen. Naja, ich würde eher sagen, ich bin keine leichte Beute und kein Opfer für euer Unternehmen. Weil Unternehmen würde ich es eigentlich auch nicht betiteln, weil... Tja, was will man von einer Betrügerfirma halten? Eigentlich könnte man das kriminelle Bande nennen. Sie, für das können Sie eine Anzeige kriegen, das ist jetzt Schlechtredung. Oh ja, und, dann, ja bitte, ich bitte drum, zeig mich an. Dann, wenn ich von dir eine Anzeige bekomme, dann habe ich deine echte Adresse. Okay. Sehr schlau, ne? Das ist ein sehr gutes Nein. Buch, nein, seid ihr nicht. Ja, danke. Ihr seid danke, widerliche Betrüger. Danke. Widerlich. Ja, ich grüße Sie. Herr Rehreich. So. Was? Haben wir einen Termin für jetzt vereinbaren. Herr Mayer am Apparat. Wer ist am Apparat? Herr Mayer, Herr Michael Mayer. Haben wir zusammen gestern gesprochen. Ah ja, und wen möchten Sie sprechen? Mit Herr Alfred. Ah ja, okay. Ja. So, sind Sie Herr Alfred, oder? Alles klar. So, jetzt bitte haben Sie Zeit, oder? Ja, wie ist denn der Nachname? Herr Michael Mayer. Nee, von mir. Ach so, Ihre Nachname, Herr Erretz. Ja. Okay, alles klar. So, jetzt sind Sie vorne der Computer, oder? So, bitteschön. Dankeschön. Öffnen Sie den Google Chrome auf Ihre Computer? Nee, das habe ich nicht. Okay, Firefox oder Internet Explorer, mit was arbeiten Sie? Nee, das habe ich auch nicht. Was haben Sie? Ich habe den Tor-Browser. Okay, öffnen Sie dieses Browser. Ja, also soll ich meinen Computer mal anmachen? Okay, Entschuldigung. Erstes Mal mit dem neuen Kunden, wir herunterladen ein Programm. Dieses Programm heißt Anydesk oder TeamViewer, okay? Ja, aber nicht mit mir. Ach so, brauchen Sie nicht zum sein zusammen in Verbindung? Nö. Okay, nicht. Darf warum ich fragen, sollte ich bitte, das Programm runterladen? Macht ja gar keinen Sinn. Kein Problem, für mich ist kein Problem. Ich brauche gar nichts auf Ihrem Computer. So, darf ich fragen, bitte, mit was arbeiten Sie? Mit Kreditkarte oder mit nochmal Überweisung? Ja, da nutze ich in der Regel beides. Kommt immer drauf an, für welchen Zweck. Ach so, okay. Dann geben Sie ganz oben, bitte. Wo? Bei dem Bronzois. Bei was?
Haben Sie geöffnet dem Internet, bitte? Nee, ich habe ja gesagt, ich muss erstmal meinen Computer anmachen. Machen Sie den Computer an. Mhm, dann fahre ich den jetzt erstmal hoch. Hm, okay. Machen Sie den Computer an und ich werde Ihnen buchstabieren. Mhm. Ja, bitte, haben Sie Ihre Computer angemacht? Ja, den habe ich eingeschaltet. Okay, öffnen Sie auch dem Internet. Ja, aber der muss doch jetzt erstmal hochfahren. Mhm. Nach dem Einschalten kommt das Hochfahren. Mhm, okay. Oh. Das weiß ich ja nicht, dass ich da einen Computer brauche, wenn Sie anrufen. So, Entschuldigung, Sie haben eine Anmeldung gemacht, erstes Mal, bei unserer Werbung, okay? Das bedeutet, Sie haben selber ja Interesse gezeigt über Online-Investitionen, so über Online-Trading. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass ich wissen muss, dass ich den Computer brauche, wenn Sie anrufen. Nein. Na sehen Sie. Das ist einfach, wenn Sie vorne den Computer zum sein, ist einfach besser zum Verstehen, wie die Märkte läuft, okay? Wie die Merkel läuft. Ja, wie die Märkte läuft erstes Mal und wie können Sie Ihre Personalkonto aktivieren? Mhm. Was hat denn das mit der Merkel zu tun? Entschuldigung, Sie werden in eine Online-Trading-Firma reingehen. Verstehen Sie mich? Ja, das habe ich schon verstanden. Und das hat aber auch zu tun mit den Märkten. Entschuldigung. Mit der Merkel. Mit den Märkten. Ach, Märkte. Sie haben die ganze Zeit ja Merkel gesagt. Ich habe ja auch nachgefragt und Sie haben das immer wieder bestätigt, dass Sie die Merkel meinen. Ich weiß es nicht, Alfred. Ja. Wie hören Sie, aber... Nee, den Nachnamen, nicht Alfred. In den Nachnamen. Herr Erreitz. Hm. So, jetzt gebe ich hier mein Passwort ein, dann ist Windows auch gleich da. Okay. Ja, bitte. Ja, Moment. So, da muss jetzt noch der Tor-Browser starten. Gleich haben wir's. Mhm. Okay. So. Mhm. So, was soll ich denn da jetzt eingeben? Okay, ganz oben wieder. Geben Sie, was ich buchstabieren. Jo. C wie Cäsar. Ein C wie Zeppelin, ja? Ja. Nein, C wie Cäsar. Ach so, ja. Hm. R wie Richard. Ein R, ja. Hm. Y. Ein Y, ja. Hm. P wie Paula. P, hm. N wie Nordpol. Ja. E wie Emil. Ein E, hm. S wie, Entschuldigung, T wie Theodor. Ein T wie Theodor Fall, meinen Sie? Ja. Hm. E wie Emil. Ein E, hm. A wie Anton. Ein A. S wie Siegfried. Ein S, ja. Y. .com. So, also, Kryp net easy. Aha. Was soll denn das heißen? Das ist der unsere Firmenname. So, bitteschön, suchen Sie jetzt. Ja, das ist ja mal eine neue Seite, ja? Hm? Okay, was schauen Sie bitte? Jetzt habe ich hier so eine rote Seite mit Zipfel im Hintergrund und okay, im Vordergrund ist immer, macht immer was hin und her und dann haben wir hier alles die klar. Seite ganz auch ganz billig mit einem Google-Übersetzer übersetzt. Ganz rechts bitte, schauen Sie, steht Login und Register. Ja, wollen wir das nicht erstmal auf Deutschland umschalten? Machen Sie in deutscher Sprache? Jo, ich mache, dauert ein kleiner Moment. Okay. Ganz recht, Sie haben alles im ganzen Sprache, in alles im ganzen ja. Welt. Warum machen Sie das hier so billig mit dem Google-Übersetzer, mit der Übersetzung? Okay, machen Sie selber mit dem Google-Übersetzung. Nee, na, haben Sie ja hier so ganz billig implementiert mit so einem Google-Übersetzer. Das ist ja nicht meine eigene Sprachdatei, die da installiert wurde. Entschuldigung, Ihre eigene Sprache steht ganz recht.
wo steht Login oder Register. Jo, das habe ich schon verstanden, aber du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Naja, Entschuldigung, ja. Sie werden zum Reden über die deutsche Sprache oder werden wir zum Reden über die Geschäfte hier? Entschuldigung. Naja, ich denke mal, erstmal machen wir es auf Deutsch, damit wir dann seriöse Geschäfte machen können, oder nicht? Das ist Deutsch. Also, nutzen Sie jetzt die Volatilität der Kryptowerte, okay? Was für ein Ding? Entschuldigung, machen Sie in der deutschen Sprache und können Sie alles Deutsch lesen da. Ja, ich gucke gerade. Ganz rechts. Ja, ich muss mir doch erstmal eure Seite angucken. German. Ich meine, wozu zeigst du mir denn deine Seite, wenn ich sie mir nicht mal angucken darf? So. Ja, hier steht ganz unten steht Firmenname, Registrationsnummer. Hier steht aber nicht, über wen ihr registriert seid. Über wem? Ja. Haben Sie da, Entschuldigung. Ja, ich gucke gerade nach der Registrationsnummer hier unten. Rogers Company. Okay? Dem Registriernummer steht da. Dem Adresse haben Sie auch da, dem Land und dem Postleitzahl. Ja, hier steht aber nicht, über wen Sie reguliert sind. Über wem? Aber das ist dem Registrierungsnummer. Entschuldigung. Naja, und wo kommt die Registernummer her? Wo kann man nachgucken, wo die zugehört? Können Sie selber schauen im Internet oder ich weiß es nicht wo? Ja, ne, ich schau auch nicht, weil es steht ja nicht. Ja, aber woher soll ich dann rausfinden, wozu die Nummer gehört? Ich meine, ihr müsst doch dazu schreiben, über wen ihr reguliert seid, das steht da nicht. Entschuldigung, wir haben alles dem Lizenz genommen, okay? Ja. Und das ist dem Registrierungsnummer auf dem unserem Unternehmen, okay? Ja, ja, und bei wem seid ihr registriert? Wer macht die Registration? Wer macht? Hm? Wer muss machen meine Registration, Entschuldigung? Na, das ist ja die Frage, bei wem ihr registriert seid. Gibt keine Registrierungsnummer und gibt keine Mensch, wer muss sich registrieren, zum Kriegen eine Lizenz in eine Online-Trading-Firma. Aha, muss man nicht. Natürlich muss man nicht. Warum nicht? Natürlich, weil wir haben gekriegt die Lizenz. Okay. Ja, aber von wem denn? Bei dem FCA, Entschuldigung. Ja, das war doch jetzt die Frage. FCA. Ja. Ja, na sehen Sie, geht doch. Bei dem FCA kriegen Sie die Lizenz und können Sie starten der Arbeit. Also beim Fußballclub Augsburg. Wie bitte? FCA, also Fußballclub Augsburg. Entschuldigung, Sie werden zum Spielen mit Worten oder werden wir zum Reden zusammen über Na, Geschäfte? Ich versuche jetzt über Ihre Firma was rauszukriegen, wenn Sie mir was verkaufen wollen. FCA ist nicht dem Fußballclub Augsburg, okay? Schreiben Sie ganz oben, bitte. Ja. Register.fca.org. Moment, nicht so schnell. Register und dann? Register.fca Friedrich Cäsar Anton. Friedrich Cäsar Anton, ja. Ja. Und dann? .org. So. Ach ja, hier FCA Register. Mhm. So. Dann kann man In dem FCA, wann Sie suchen, okay? Mhm. Steht nur dem Registrierungsnummer für den Firmen, okay? Wir sind nicht online. Okay? Ja, ich gucke gerade, wann sind wir? Hier muss man ja. Haben Sie mal. Entschuldigung, ich erkläre zu Ihnen, Sie werden beim. Sie sagen zu mir, ich gucke. Hören Sie mich erstes Mal. Dann suchen Sie, okay? Ja. Mit dem Registrierungsnummer bei dem FCA gibt nur den Firmen, wer sind nicht online. Verstehen Sie mich? Nee. Haben Sie mal gehört über den Consorsbank? Den Consorsbank, ja? Ja. Ja, die sind bei der BaFin reguliert, da kann man ja auch nachgucken. Was ist dem Consorsbank? Eine Online-Bank oder nicht eine Online-Bank? Das ist eine Online-Bank, die kann man aber bei der BaFin sofort finden. So funktioniert auch bei dem unsere Unternehmen. Ja, das habe ich verstanden, ja. Aber wie kann ich jetzt rausfinden, also mit dieser Nummer, mit der Registrationsnummer auf eurer Webseite, muss ich ja jetzt eure Webseite dann, also den Namen von eurer Firma, bei FCA finden?
Bei dem FCA, Sie können nicht finden, weil bei dem FCA sind die Firmen, wir sind nicht online. Nee, okay? das ist Quatsch. Da muss ich euch finden. Nein, das ist nicht falsch. Ja, dann seid ihr Betrüger. Nein. Doch. Für Sie ja. Nee, nicht für mich. Generell. Nein. Das werde ich auch melden. Also ich werde eure Domain dann auch melden jetzt. Dann melde ich das jetzt der Finanzbehörde, weil ihr seid nichts anderes als kriminelle Abzocker und Betrüger. Das seid ihr. Weil das, was du mir hier erzählst, ist kompletter Blödsinn und ein komplettes Märchen. Mhm. Ja. Haben Sie etwas anderes zu sagen? Nö, was anderes habe ich nicht zu sagen, weil du hast mich gerade davon überzeugt, dass ihr Betrüger seid. Was haben Sie bei mir erklärt? Ja, du hast mir jetzt gerade erklärt, dass ihr Betrüger seid. Ich bin Sie, okay? Was? Ich bin Sie, ich bin nicht du. Hab ich doch gesagt. Haben Sie gesagt du? Okay. Ja, dann ist das so, aber mehr bist du auch nicht wert. Nein. Als du. Also, du hast mir ja erklärt. Bin nicht du. Doch, ich mir, bin ist nicht mir du. Egal, was Mann, du denkst. Du Sie. Bist. Ja, das ist mir doch scheißegal. Du versuchst mir Betrug. Für Sie ist scheißegal, was ja, ist deiner, du versuchst mich jetzt zu betrügen mit einer ganz schlecht gemachten Webseite, weißt du das? Die ist ganz, ganz schlecht gemacht. Und die Registrationsnummer, die existiert hier gar nicht. Das heißt, ich werde euch auf jeden Fall melden. Und die Domain werde ich auch melden beim Registrar, damit sie eure Webseite möglichst schnell sperren. Weil das ist Betrug hier und das kann man auch nachvollziehen und prüfen. Mhm. Und wenn man die Domain hat, wissen wir zumindest auch, wo eure Server stehen. Mhm. Noch mehr? Haben Sie etwas zu sagen? Ja, such dir mal einen anständigen Job, wo du die Leute nicht betrügst. Mhm. Und? Ja, findest du das in Ordnung, dass du die Leute bescheißt, so. Oder was? Haben Sie mehr zum Reden? Ja. Findest du das in Ordnung, dass du die Leute betrügst? Das könntest du erstmal erzählen. Folgen das war ja Sie eine Frage. Mir erstes Mal, okay. Folgen Sie mir erstes Mal. Mhm. Ich bin erstes Mal sehr beleidigt auf Ihre Worte. Ja, das okay. ist mir ja egal. Nein, ist doch. Nicht egal. Das ist mir egal. Okay. Ist nicht egal. Ja, doch, mir ist das egal. Das kannst du doch gar nicht entscheiden. Wenn ich sage, mir ist das egal, dann ist mir das ich egal. Kann, da kannst du nichts ich dran kann ändern. Jetzt sofort, weil dem Anruf, was wir sprechen jetzt zusammen. Ja, du bist kriminell. Du bist ein Verbrecher. Du bist ein ekelhafter krimineller Verbrecher. Mehr nicht. Was für eine Kriminelle, Entschuldigung. Ja, du bist kriminell. Du bist kriminell. Verbrecher. Betrüger, Abzocker. Mhm. Etwas anderes haben Sie? Nee. Ihr seid Betrüger und Abzocker. Du erzählst mir hier, dass ihr nicht registriert sein müsst. Das ist absoluter Blödsinn. Ich kann nicht mit einem Menschen reden. Der intelligenter ist als du, oder was? Mit so einem Menschen kannst du nicht reden, der irgendwie ein bisschen mehr Grips als du in der Birne hat. Wissen Sie, warum kann ich nicht mit Ihnen reden? Weil du nicht intelligent bist. Das ist es. Nein, erzähl keinen Blödsinn. Den Blödsinn wollen wir uns nicht anhören. Du sollst, wenn denn mal, was Sinnvolles erzählen. Aber du erzählst mir nichts Sinnvolles. Du erzählst mir hier nur Scheiße. Ihr seid nicht registriert. Das heißt, ihr seid Kriminelle und Abzocker. Werden Sie zum Hören oder werden Sie zum Reden? Was? Werden Sie zum Hören oder werden Sie zum Reden? Ja, dann erzähl mir da deinen Scheiß, das ist ja eh alles gelogen. Okay. Jeden Wort, was werde ich bei Ihnen sagen, so, Sie werden immer so sagen, okay? Ja, weil ihr Betrüger und Abzocker seid, ist ja auch so. Du hast mir das gerade ja, bewiesen. So, es tut mir sehr leid für Ihre Meinung. Das ist keine Meinung, das ist eine Tatsache. Meinungen und Tatsachen sind zwei verschiedene Paar Schuhe und wir haben hier eine Tatsache. Das heißt, ihr seid Kriminelle, das haben wir jetzt hier gerade in 5 Minuten rausgefunden. Sie haben in 3 Minuten gesagt, 50 Mal Kriminelle. Ja, weil ihr das seid. Ihr seid nichts anderes als wertlose Abzocker, mehr nicht. Mhm. Haben Sie etwas anderes zum Sagen? Ja, überzeug mich doch vom Gegenteil, aber das schafft sie ja scheinbar nicht. Weil ich habe Ihnen erklärt, jeden Wort, was ich werde bei Ihnen sagen, so Sie werden kriminell sein. So. Ja, ihr seid ja auch kriminell. Tschüssi, auf Wiedersehen. Ciao. Intelligent okay. scheinst du auf jeden Fall nicht zu sein. Intelligent, Sie sind eine Penner, okay? Oh, jetzt hast du es mir nochmal bestätigt, dass ihr kein seriöses Unternehmen seid. Weil ein seriöses so, Unternehmen würde sich auch zu helfen wissen. Aber du scheinst ja auch keinen Grips so, in der Birne zu haben. Okay, wann Sie reden mit mir so? Ja, ich so rede so Ihnen, mit dir, wie sich Ihnen, das auch gehört für einen kriminellen kann ich Abzocker. Ich kann Ihnen sagen, was ich möchte, okay? Weil ich bin keine weißt Kriminelle, du was? Ich doch, bin du bist Betrüger, kriminell. Ich du bin bist nicht, ein okay. krimineller Betrüger und Abzocker. Und mehr ja, okay. bist du auf keinen Tschüssi. Fall. Da kannst du mir erzählen, Benner. Was du willst. Benner, ja, du bestätigst ja das Ganze auch die ganze Zeit noch. Dass ihr unseriös seid. Hallo, wunderschönen Tag. Spreche ich mit Herrn Alfred Reitsch? Hm. Hier spricht Sabine Gössner, Finanzberaterin von Globalen Finanzmarkt. Wie geht es Ihnen, Herr Reitsch?
Ja, geht so. Ja. Sie haben in unserem Platz von sich angemeldet und das ist Grund für diesen Anruf, ja? Sie sind ein bisschen dolle leise. Ich möchte gerne Ihnen helfen. Für Sie ein. Nee, Sie, ich sagte, Sie sind sehr leise. Außerdem reden Sie sehr schnell. Hallo. Ja, jetzt geht's. Hallo. Jetzt höre ich Sie. Ja. Okay. Ich heiße Sabine Gartner und ich rufe Sie vom globalen Finanzmarkt an. Ja, ja, weil, genau. Ja, Sie haben in unserem Plattform eine Anmeldung für Kryptowährungen gemacht. Stimmt? Ja, kann sein, ja. Wenn Sie das sagen, dann... kann sein. Haben Sie irgendeine Erfahrung damit oder das ist Ihr erste Mal? Ach, nö, ich habe mir hier mal so Werbung angeguckt und mich da überall angemeldet. Ja, ich sage, ich habe hier so Werbung geguckt und mich angemeldet, aber keine Ahnung, da habe ich noch nicht so wirklich was rausgefunden. Ach so, das heißt, Sie haben noch keine Erfahrung, ja? Ich kann das alles erklären, wie funktioniert das, welche Möglichkeiten bekommen Sie und wir können zusammen für Sie ein Konto aktivieren, okay? Also so ein Bankkonto kriege ich dann, oder? Nein, kein Bankkonto, es geht um Handelskonto. Also Sie werden Ihr eigenes Login und Passwort haben, Sie können einloggen, Ihr Balance anschauen und mit Finanzberater sprechen, weil dabei Sie jeden Tag werden Ihr gesamter Finanzberater haben, ja? Na, das ist ja dann wie bei der Bank. Nein, nicht bei der Bank. Na, aber ist doch genauso, wie Sie mir das erklären. Ja, um ein Konto zu aktivieren, auf jeden Fall, Sie brauchen eine Bankunterstützung, ja? Sie brauchen Ihr Bankkonto benutzen, um eine Einzahlung zu machen. So. Wir haben auch solche Möglichkeiten mit Probezeit das alles machen, weil Sie haben keine Erfahrung. Sie können diese Möglichkeit benutzen, ja? Das heißt, 2 Wochen Sie haben Probezeit, um das alles zu probieren und später eine Entscheidung treffen. Bin ich jetzt auf Lautsprecher? Ja, ja. Warum? Ja, weil ich Sie sonst so schwer höre. Sie sind sehr leise. Ach so. Okay. Okay. Wie gesagt, ich möchte gerne wissen, für welche Kryptowährung haben Sie Interesse besonders? Ja, Bitcoin oder Litecoin oder Ethereum, Dogecoin? Ja, hier das mit dem Helium fand ich ganz interessant. Wie bitte? Das mit dem Helium fand ich hier ganz interessant. Helium? Also Sie möchten mit Rohstoffen handeln? Nee, mit der Kryptowährung Helium. Ach so, okay, gut. Und wie viel möchten Sie erstmal einzahlen, um ein Konto zu bekommen? Also wie gesagt, bei uns minimaler Betrag ist 500 Euro, damit Sie bekommen 200 Euro von unserer Seite als Unterstützungsgeld für diese Probezeit. 500 Euro ist ganz schön viel. Wie viel möchten Sie? Ja, ich würde erstmal 50 Euro nehmen. Nein, mit 50 Euro leider momentan geht es nicht. Wir haben keinen Platz mit 50 Euro. Schauen Warum Sie, nicht? Bei 50 Euro für Finanzmarkt, das ist nicht so viel, um meine Profi ja, zu bekommen. Ist ja, nicht, ja, das ist ja nicht schlimm, dann nehme ich keinen Profi. Dann nehme ich nur irgendwie so einen Roboter oder so und dann mit 50 Euro Robot dann... Robotsystem auch kostet was. Mit 50 Euro, Sie haben keinen Platz, ja? Minimaler Betrag, welche Sie können mit, wie gesagt, Probezeit und Finanzberater bekommen, das ist 500 Euro. Ja, dann lassen wir das weg mit dem Finanzberater und der Probezeit. Dann mache ich erstmal mit 50. Mit 50 geht das nicht. Warum denn nicht? Nein, der minimale Betrag, mit welchem Sie können ein Konto bei uns haben, ohne irgendeine Hilfe, wie gesagt, ohne Finanzberater, ohne Probezeit, ohne Robot, das ist 250 Euro. Machen wir so? 250 Euro. Ja, können wir da nicht irgendwie einen fragen, ob das erstmal mit 50 Euro geht? Weil das ist ja ganz schön viel. Tut mir leid, 50 Euro funktioniert nicht. Bei uns niemand kann einen Platz mit 50 Euro haben. Aber 250, das ist Gehalt. Ja, das ist ein Taschengeld, ne? Ja, aber das verstehe ich nicht, weil hier bei so einer anderen Seite konnte ich ja 50 Euro auch machen. Ich weiß, es gibt auch solche Firmen, welchen es ist nicht so wichtig, ja, welchen Profit werden die Kunden kriegen und deswegen sie geben solche Möglichkeiten, mit sehr kleinen Betrag das machen. Aber für uns, das ist sehr wichtig, dass unsere Kunden werden am Ende mit Plus rauskommen und deswegen realistisch, ja, 50 Euro, das ist zu wenig. Ja, aber damit habe ich doch auch schon Plus gemacht. Das kann auch so sein, aber zu wenig, ja? Morgen, das kann 2 Euro sein, übermorgen, das kann 3 Euro sein. Ja, das reicht mir doch erstmal. Muss doch nicht immer so viel. Nein. Okay, welche Anzahl?
Anzahlungsmethode möchten Sie benutzen? Anzahlungsmethode, was ist das? Einzahlungsmethode, ja. Ach, Einzahlungsmethode. Einzahlung. Weiß ich nicht, kann man das bei Ihnen in bar vorbeibringen? Wie gesagt, es funktioniert Kredit- oder Debitkarte, PayPal, Blockchain-Wallet, Binance, ja, Binance. Das haben Sie noch gar nicht gesagt. Aber dann, ja, was soll ich denn da nehmen denn? Sie, welche haben Sie? Das brauchen Sie anbieten. Ja, klingt alles gut. Welche Möglichkeit möchten Sie wählen? Welche soll ich nehmen? Nein, wählen. Ach so. Das sollen Sie sehen. Ich glaube, Sie sind nicht so seriös, ne? Warum bin ich nicht seriös? Was hat denn das damit zu tun? Weiß ich, jemand anders ist dabei, hört mich. Nö. Ich bin nur alleine. Ich habe solche Gefühle. Ja, machen Sie ein Recording? Was? Machen Sie ein Recording? Was ist das? Sie werden diese Gespräch später hören. Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Okay, machen wir weiter. Sagen Sie bitte, welche Methode möchten Sie dabei benutzen für Einzahlung? Na, wie gesagt, in bar könnte ich das vorbeibringen. Haben Sie eine Filiale? Genau. Ja, dann machen wir das so. Was meinen Sie damit? Na, Sie haben doch gerade gesagt, genau. Ja, wir haben Filiale, aber ja. Was machen wir denn? Ja, na, wo haben Sie denn die Filiale? Weil dann kann ich das Geld auch vorbeibringen. Hamburg. In Hamburg. Nein, das funktioniert nicht so. Ach so. Das ist Finanzmarkt, Onlinehandel. Das können Sie nicht, also wie gesagt, das ist kein Face-to-Face. Das ist Online-Finanzmarkt. Ach so, und welche Möglichkeiten... Und wegen dieser Corona, wir arbeiten in Homeoffice. Ach so, und welche Möglichkeiten habe ich dann noch? Kredit- oder Debitkarte, wie gesagt, Visa oder Masterkarte, Online-Banking, PayPal, Bitcoin-Wallet, Crypto-Wallet, Binance, Blockchain, Sparkasse, Deutsche Bank, welche haben Sie? Ach so, ja, nee, da kann ich die Visa-Karte, die kann ich nehmen. Jetzt habe ich verstanden, das heißt, was Sie haben Visa-Karte. Ja. Welche Bank ist das? Mit welcher Bank arbeiten Sie? Oh, von welcher Bank ich die jetzt habe? Och, das, da fragen Sie mich was. Die habe ich mal, irgendwann habe ich die mal online abgeschlossen. Aber von wem die jetzt genau ist, das weiß ich nicht. Sie wissen nicht, mit welcher Bank arbeiten Sie? Na, mit meinem privaten Konto, also das ganz normale Konto. Nein, was Ihre Visa, Ihre Visa-Karte, welche Bank ist das? Nee, da weiß ich das jetzt nicht, von wem das genau ist. Das habe ich mal irgendwann im Internet abgeschlossen. Auf der Karte steht das. Okay, ich verstehe das, aber auf der Karte steht das an der Ecke. Sparkasse, Deutsche Bank, Postbank, Volksbank, weiß ich nicht. Reisebank, welche Bank ist das? Da steht bei mir bloß Amazon. Amazon? Ja. Ist das eine Visa-Karte oder einfach eine Karte? Nee, das ist eine Visa-Karte. Die habe ich, glaube ich, mal irgendwann über Amazon gemacht. Okay. Aber keine Ahnung, von welcher Bank das da kommt. Das, auf der Karte steht gar nichts? Ne, da steht nur Amazon. Sie haben das bestellt, um von Amazon was zu bestellen? Ja, da kriegt man so Punkte. Okay. Und da steht 16 Nummer, richtig? Ja, ja, auf Ihre Karte. Sind 16 Nummern drauf. Erste Nummer ist 4, richtig? Was? Erste Nummer, das ist 4? Ja. Okay, das heißt sicher, das ist eine Visa-Karte, ja? Okay. Woher wissen Sie denn das mit der 4? Weil alle Visa-Karte, erste Nummer, das ist 4. Ach so. Ganz im Moment, ja. Und Masterkarte, erste Nummer, das ist 5. Ach so, okay. Alle Masterkarten als erste Nummer haben 5. Ich habe ja bloß die eine, deswegen kann ich ja nicht sagen, ob das da... Wie bitte? Ich sage, ich habe ja bloß die eine, deswegen weiß ich das nicht so. Okay. Jo. Was... Jetzt anbiete ich, was für ein Angebot habe ich für Sie, ja? Lassen Sie uns ein Konto für Sie mit minimalem Betrag aktivieren. Später nach diesem Probezeit, Sie werden schon solche Erfahrung haben. Sie werden verstehen, ja, ist das für Sie ein gutes Angebot oder nicht? Sie können entweder weitermachen oder deaktivieren. Auf jeden Fall, das ist Ihre Entscheidung, ja? Okay, machen wir also? Ja, ja. Okay, mit 250, ja? Ich dachte, wir machen erstmal mit 50. Mit 50? Okay, schauen Sie mal. Wenn ich werde diese Formel ausfüllen, hier 50 Euro als Betrag schreiben,
schreiben, das wird automatisch Cancel sein. Das wird automatisch abgelohnt sein. Mit 40 Euro funktioniert es nicht. Minimaler Betrag, mit welchem Sie können bei uns ein Konto haben, das ist 250-240. Verstehen Sie das? Ja, ich verstehe mit 40, das. Auf jeden Fall, für mich, wissen Sie, für mich ist es ist scheißegal, ja, mit welchem Betrag werden Sie das machen. Aber unser System lässt uns nicht so machen. Minimaler Betrag ist 250. Das ist was. Das ist, was ich mir sehr gerne erklären, ja? Ja, aber wenn ich jetzt bei meiner normalen Bank anrufe und da mal was frage, dann kann man ja auch da ein bisschen was verhandeln. Da muss man auch nicht immer die volle Summe einzahlen. Also so ein bisschen flexibel habe ich mir das schon vorgestellt. Na, von 250 Euro, ich verstehe, was Sie meinen. Ja, mit anderen, Sie haben mit 50 was gemacht. Aber leider momentan bei uns funktioniert das nicht. Lassen Sie uns so machen, ja? Denken Sie nicht über diesen Betrag, ja? Das ist nicht so wichtig. Am wichtigsten ist, dass Sie werden Ihre Probezeitmöglichkeit benutzen. Wichtigste ist, Sie werden solche Erfahrung mit großen Firmen im Finanzmarkt haben. Sie werden, ich gebe Ihnen solche extra Möglichkeit auch mit Bonusgeld das machen, ja? Wenn Sie werden mit 250 Euro Ihr Konto aktivieren, Sie bekommen von meiner Seite gleich 75 Euro als Probegeld für diese Probezeit, als Geschenk. Ach so, okay. Und wie hieß nochmal die Seite, auf der ich mich angemeldet habe? Soll ich denn das buchstabieren? Ja, dann kann ich mal gucken. Okay, öffnen Sie Google. Google. Genau. Soll ich nicht gleich den Browser öffnen? Weil wenn ich Google öffne, dann komme ich ja nicht auf die Seite. Egal welcher Browser ist das. Ja, dann gebe ich das in die Adresszeile ein, ja? Genau, ich buchstabiere das. Ja. Soll ich das buchstabieren? Ja, ja. Okay, schreiben Sie bitte C wie Cäsar. Ja. O wie Olaf. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. S wie Siegfried. Ja. B wie Bruder. Ein B. B, genau, Bruder. Ja. A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Ja. K wie Klaus. I wie Ida. N wie Nordpol. G wie Griechenland. Ja. Punkt. Ja. Komm. Was steht doch? Wiederholen Sie das bitte. Coinsbanking.com. Genau. Machen Sie bitte weiter. Ist so eine blaue Seite. Genau. Mit so komischer Animation da im Hintergrund, da kommt mein Computer gar nicht mit zurück. Warum komisch? Ja, da hängt mein ganzer Computer gleich wegen der Animation da. Das schafft mein Computer nicht. So, jetzt, ich wollte mal hier nach unten scrollen. So. Ah ja, genau, da soll Sie man Sie haben ja irgendeine Frage, lassen Sie mir bitte das wissen. Ja, ich gucke hier gerade, weil man sagt ja immer, man soll denn so gucken hier nach so einer Registrationsnummer. Ja, Sie haben eine Registrationsnummer. Ja, das hier ist auch so eine Registrationsnummer mit 2021 und dann weiß ich nicht, was das sein soll, dann BC00025. Okay. Ja, wo kann ich denn die nachgucken, die Nummer? Bei wem sind Sie denn registriert? Wie gesagt, wenn Sie werden Ihr Konto bei uns aktivieren, Sie werden erst einen Anruf von unserer Verifizierungsabteilung bekommen. Verifizierung wird alle notwendigen Dokumente schicken, ja? Ich darf das nicht machen. Ich darf kein Dokument schicken, aber Verifizierung wird alle notwendigen Dokumente schicken. Ich will ja auch kein Dokument. Nein, damit Sie können das alles nachgucken. Ja, ich will nur nachgucken, wo Sie registriert sind. Wie heißt denn die Behörde? Das kann ich nicht sagen. Also ich soll jetzt mein Geld bei Ihnen einzahlen und Sie sagen mir nicht, wo Sie registriert sind. Nein, ich weiß auf jeden Fall, wo wir sind registriert. Na, dann wir sagen sind Sie mal. Wir sind in Großbritannien registriert, aber... Ja, und wie heißt das Unternehmen, die Behörde, wie heißt sie? Unser Unternehmen, wie heißt, nee, meine Sie? Die Registrationsbehörde. Bei wem seid ihr reguliert? Ich kann das nicht sagen. Verstehen Sie das? Nö, das verstehe ich nicht, weil Sie müssen das sogar sagen, wenn Sie mir was verkaufen wollen. Ich würde nichts verkaufen, ich mache gute Angebot für Sie. Das weil ist Sie haben kein schon Angebot, das ist Betrug, gemacht. Was Sie hier machen. Sie wollen, mir, Sie wollen dass ich Geld einzahle Nein, und sagen mir nicht, mal, bei wem Sie reguliert Sie sind. Das ist,
Das, hören Sie mal zu. Beleidige Sie mich. Nein, ich beleidige Sie nicht. Ich sage hier die Wahrheit. Doch. Jetzt hören Sie mir doch mal zu. Sie wollen, dass ich 250 Euro einzahle und sagen mir aber nicht, wo Sie reguliert und registriert sind und von wem Sie kontrolliert werden? Das nennt man Betrug. Sie haben keine Erfahrung im Finanzmarkt, ich glaube. Oh, ich glaube, ich habe mehr Erfahrung als du, Pippi. Wo ist deine Registrations-ID? Nein. Deine Regulation-ID, wo ist die? Regulation-ID, I cannot tell you. You understand what I mean? I cannot. Ja, ja, ich verstehe dich schon, because aber... Because you don't need it. Ja, ja, du bist Betrüger. Ja, wenn Sie sind seriös, nein. Doch, du bist Betrüger. Du bist einfach doch, nur Betrüger und Abzocker, nein, wie alle anderen. Doch. Da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren, ihr seid Betrüger. Sprechen Sie höflicher. Nö, ich spreche höflich. Ich bin höflich genug mit dir. So, nein, dann sag mir, wo ihr registriert und reguliert seid. Das kannst du mir sagen, das musst du mir sogar sagen, das ist verpflichtend. Großbritannien, ich hab schon gesagt. Ja, und bei wem genau seid ihr reguliert? Weil das steht ja bei euch auf der Webseite nicht. Ich kann das nicht sagen. Ja, natürlich, das musst du sogar sagen. Alles andere ist Betrug. Da brauchen wir gar nicht weiter drüber diskutieren. Das ist Betrug. Nein. Doch. Wie kann man, also ganz im Ernst jetzt, wie viele Leute bescheißen ihr da so am Tag? Vergessen Sie bitte über diese Registrierung und Regulierung. Nee, das vergessen wir nicht, weil das ist wichtig. Das doch, ist Vorschrift. Das ist Vorschrift. Wir. Und ich werde das auf jeden Fall melden. Ich werde auch eure Domain melden. Oh mein Gott! Ja. Warum stechen Sie? Ja, weil ihr versucht, mich zu betrügen. Das werde ich melden. Das nein, bringe, das bringe ich zur Anzeige, das natürlich. Ich nicht. Das natürlich, bitte, das ist. Sprechen Sie bitte nicht und das, sprechen Sie bitte normal. Ja, ich spreche ganz normal. Nein. Doch, ich werde das zur Anzeige bringen. Aggressiv? Nee, ach das so, hat nichts mit ja, das Sie hat nichts mit aggressiv machen zu tun. Sie können gar nichts mehr kannst machen, du, kannst du eigentlich auch mal zuhören? Oder nein, sabberst du immer dazwischen? Ja, scheinbar schon, ne? Wie kann man eigentlich zufrieden sein mit so einem Job? Leute zu betrügen. Weil ihr seid nichts anderes als beleidigen Betrüger. Sie mir nicht. Doch, das ist keine Beleidigung, das ist eine Sie Tatsache. Haben, Sie haben keine Erfahrung mit unserer Firma? Sie haben brauche ich auch nicht. Die Erfahrung hast du mir gerade hier mitgeteilt. Ich habe das mal gesagt, unser minimaler Betrag ist 240, aber Sie sind ein bisschen dumm, ich glaube. Sie sind 50. Sie haben keine Erfahrung. Also, eine seriöse Firma betitelt die Kunden als dumm. Ach, so, genau, ja. Wenn Kunde wegen Registrierung sagt, ich werde Anzeige geben, Sie sind Betrüger. Ja, sind was Sie ja auch. Was brauche ich machen? Brauche ich zuhören? Nein. Ja, also eine seriöse Firma sagen, würde hier an dieser Stelle zuhören. Aber das geht irgendwie in dein Köpfchen nicht rein, habe ich das Gefühl. Ach so, das scheint, immer, das scheint bei dir wirklich... Macht, jetzt hör mal zu hier. Pippi, Pippi. Hör mal zu jetzt hier. Das scheint wohl in dein nein, Köpfchen nicht reinzugehen. Ich glaube, da fehlt es bei dir an der Intelligenz. Kann das sein? Das lohnt sich. Nein, ich habe keine. Nur Sie haben. Ja, weiß ja? ich, dass du keine Intelligenz hast. Richtig. Ja, ich habe das. Warum brauche ich das? Ja, Intelligenz braucht man, um mit Menschen reden zu können. Das kannst du nicht. Ach so, sind Sie Mensch? Tja, du scheinbar nicht, weil du bist ein Betrüger und ein Abzocker. Mehr ja, nicht. Findest du das in Ordnung, Menschen zu betrügen? Du bist kein Mensch. Ja, und findest du das in Ordnung, Menschen zu betrügen? Hm? Findest du das in Ordnung? Findest du das in Ordnung? Du bist ein Hund. Ja, ja, ist ja schön. Das kennen wir schon, dass ihr dann nicht mehr könnt als Beleidigung. Das, das ist das Problem. Wenn der Verstand aussetzt und keine Intelligenz vorhanden ist, dann kommt man mit solchen Worten. Richtig. Alfred, weißt du was? Jo. Du verlierst die Möglichkeit. Ich verliere keine Möglichkeit. Weißt doch, du, was du verlierst? Jede Menge Zeit. Zeit, in der du niemanden anderen betrügen kannst. Deswegen bist du bei mir am Telefon. Einen anderen Grund hat das nicht. Ich wünsche Ihnen noch schönen Tag. Machen das Sie wünsche das ich lieber, dir auf keinen okay? Fall. Aber wir werden uns bestimmt nochmal hören. Das ist mir scheißegal. Ja, ja, weiß ich, dass dir das scheißegal ja, ist. Weil du den Nächsten du? Gleich betrügst. Gut. Das ist toll, dass okay, du das machst. Ja, hast einen super Job, wirklich. Sind deine Kinder stolz auf dich, was du da so machst? Meine Kinder, meine Eltern, alle sind stolz drauf. Das ist wirklich beschämend, wirklich. Also das ist richtig beschämend. Ja, schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich dir auf keinen Fall. Hallo, schönen guten Tag, Herr Erreis. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Das freut mich. Ich habe Ihre Daten bekommen. Mein Name ist Herr Schiller und ich rufe Sie bezüglich Ihrer Registrierung am Finanzmarkt. Mhm, okay. Haben Sie Konto aktiviert, Handelskonto? Ja, habe ich aktiviert, ja. Ja, aber wir haben solche Nachrichten. Ja, Sie haben zufällig also professionelle Konto eröffnet. Das bedeutet,
Sie haben das gestern gemacht, oder? Ja, genau. Gestern habe ich mein Konto, da habe ich Geld überwiesen und das habe ich dann aktiviert. Ja, Punkt ist, dass Sie haben jetzt professionelle Konto. Damit werden Sie keine Profite bekommen, weil der Fehler passiert im System. Und jetzt müssen wir sofort Umschaltung machen, dass Sie Ihr Handelskonto benutzen können und Profite machen können. Wie? Na, ich habe doch gestern Geld eingezahlt zum Handeln. Ja, ja, ich weiß, deswegen rufe ich Sie an, ja. Weil das, mir zeigt die rote Tasse, das bedeutet, dass Sie sind Anfänger, ja. Und wie Anfänger, Sie brauchen kein professionelles Konto, weil professionelle Konto benutzen Leute, die seit 10 Jahren auf dem Markt handeln und viel Erfahrung haben, ja. Mit diesem professionellen Konto werden Sie überhaupt keine Profite machen, ja. Wir müssen jetzt Umschaltung machen, das bedeutet, ich werde für diese Unannehmlichkeit jetzt für 210 Euro Ihre Anfängers, Beginners, normale Konto eröffnen, aber Sie werden Ihre erste Investition sofort auf Ihre Anfängerskonto bekommen, ja? Dann werde ich Zugriff haben und ich werde das überweisen, ja? Und Sie werden insgesamt 460 Euro auf Ihre Anfängerplattform haben, die Sie können jederzeit auszahlen, ja? Und deswegen werde ich noch Ihnen 50%igen Bonus geben für diese Unannehmlichkeit, ja? Weiß ich nicht, warum dieser Fehler ist passiert, ja? Sie werden dazu von meiner Seite noch 125 Euro bekommen auf Ihrer Beginners-Plattform, okay? Mhm. Aber wir müssen jetzt das sofort machen, dass Sie jetzt keinen Verlust haben, okay? Ja, dann machen Sie jetzt, ja, haben Sie jetzt Zugriff am Computer oder Handy? Ja. Okay, wie Sie möchten das machen, mit Visa oder mit Mastercard? Na, habe ich doch gestern schon gemacht, habe ich doch gestern aufgeladen. Ja, also, nochmal, ja, wir müssen jetzt nochmal das machen. Alles nochmal, wir brauchen 5 Minuten, ja? Na, aber das Geld ist doch schon abgegangen, das habt ihr doch schon bekommen. Das werden, nein, ja, oh. Aber das ist professionelle Konto. Ja, dann buch das einfach um auf das andere Konto. Ja, aber ich kann das nicht machen, ja? Warum nicht? Weil ich habe keine Erlaubnis, Ihr Geld zu überweisen ohne Ihr aktives Handelskonto. Ach so, dann erlaube ich Ihnen das, ja. Ja, aber wohin soll ich das überweisen, wenn Sie kein Anfängerkonto haben? Na, von dem anderen Konto auf das Anfängerkonto, das ist doch dann auch aktiviert. Nein, das ist professionelles Konto. Wenn Sie kein Anfängerkonto haben, ja, dann kann ich ja nicht dieses Geld zurücküberweisen, ja. Das war sofort in Kryptowährungen umgetauscht. Das bedeutet, dass Sie brauchen jetzt aktive Beginnerskonto, wo schon darf ich diese Ihre erste Investition überweisen, ja? Wenn Sie jetzt kein Anfängerskonto haben, wo darf ich das überweisen? Wo soll ich das überweisen? Verstehen Sie? Naja, von dem professionellen Konto können Sie doch das dann auf das Anfängerkonto einfach umbuchen. Das ist ja kein Problem. Nein, wenn Sie haben kein Anfängerskonto inaktiv, ja. Ich kann das nicht überweisen. Zuerst, wir sollen das inaktiv machen. Ja, dann machen wir aktiv. Wir sollen damit jetzt Ihr Konto aktivieren. Sie werden dafür nur 210 Euro jetzt machen. Damit werden Sie das inaktiv stellen. Aber dieses Geld und Ihre erste Investition, Sie werden zusammen auf Ihre Anfängerskonto haben. Okay, haben Sie es soweit verstanden? Nö. Herr Alfred, nochmal, ja? Ja. Sie haben jetzt professionelle Konto, okay? Ja. Wir müssen jetzt... Sie atmen so schwer. Wie bitte? Sie atmen so schwer. Ist die Luft bei Ihnen so dünn? Okay, gut. Also, Sie müssen jetzt, Sie haben jetzt normale professionelle Konto, ja? Ja, ist ja nicht schlimm. Ich wollte auch das behalten. Ja, aber damit werden Sie nicht profitieren, weil da haben Sie kein Erlaubnis, ja? Sie sind schon nicht professionell, ja? Sie sind jetzt seit 10 Jahren auf dem Markt. Nein, ja? Nö. Sie sind Anfänger. Ja. Deswegen brauchen Sie normale Anfängerskonto, wo Sie richtige Positionen öffnen und mit Ihrem Privatberater zusammenarbeiten und Ihre ersten Schritte machen, ja? Aber warum hat denn die Kollegin das professionelle Konto empfohlen? Das meinte ich auch, dass das ist ein Fehler passiert. Mein Ziel ist, dass jetzt sofort
Umschaltung machen, dass Sie dieses Investition nicht verlieren. Verstehen Sie es? Ja, aber die Kollegin hat doch gesagt, dass das ein gutes Konto ist und dass sie das jetzt so für mich macht. Und dann hat sie das eingerichtet. Ja, aber ich weiß nicht, mit wem Sie haben gesprochen. Das ist ein Fehler passiert. Sie haben jetzt momentan ein professionelles Konto. Sie brauchen nicht. Sie können das nicht benutzen. Ich bin hier, um Ihnen dabei bis am Ende zu helfen und normale Beginners-Plattform eröffnen, ja? Da werde ich schon Ihre erste Investition überweisen. Haben Sie es jetzt verstanden? Wenn Sie jetzt kein normales Anfängerkonto haben, dann wo soll ich diese Ihre erste Investition überweisen? Ja, wir brauchen jetzt, dass Ihre Anfängerkonto inaktiv steht. Wir müssen jetzt zusammen das aktivieren, ja? Und dann werde ich schon Ihre erste Investition auf Ihre Anfängerkonto überweisen. Haben Sie es verstanden? Also das heißt, Sie überweisen dann das Geld von dem professionellen Konto auf das Anfängerkonto. Ja, genau. Ja, ja genau. Ja, ja dann, genau. Dann können Sie das machen, genau. Dann machen Sie das mal. Okay. Mhm. Sagen Sie mir bitte, machen Sie das mit Visa oder Mastercard? Na, mit dem Konto, was Sie da haben. Herr Alfred, nochmal, ja? Sie haben jetzt ein professionelles Handelskonto, eine digitale Brieftasche. Ja. Wir sollen jetzt ein normales Anfängerkonto eröffnen. Ja. Da sollen Sie 210 Euro investieren in dieses normale Anfängerkonto. Wenn das inaktiv steht, dann werde ich schon von diesem professionellen Ihre Konto Ihr Geld auf Ihre Anfängerkonto überweisen. Dann werden Sie insgesamt 460 Euro auf Ihre Beginners-Plattform haben. Ja, aber da habe ich ja zweimal Geld überwiesen. Ja, aber das ist Ihr Geld. Das werden Sie behalten auf Ihrem Handelskonto, ja? Ja, und die was Sie ist jederzeit jetzt auszahlen können. Ja. Und, okay? Und was ist jetzt der Grund, warum Sie das Geld nicht einfach umbuchen können? Weil das ist schon auf Ihre professionelle Konto in Kryptowährungen umgetauscht. Das können Sie ja rüberschieben. Dann tauschen Sie das ja Alfred, das muss ich von Ihrem professionellen Konto auf Ihr Beginnerskonto überweisen. Wenn Sie kein aktives Beginnerskonto haben, kann ich nirgendwo das überweisen. Sie werden aber einfach wenn Sie das Geld da draufpacken, dann wird es doch aktiviert mit Geld, oder nicht? Herr Alfred, bitte. Hm? Ich arbeite hier seit 5 Jahren, ja? Okay? Sie verstehen nicht, worum es geht. Sie haben ja, jetzt doch, nur ein professionelles Konto. Nein. Lassen Sie bitte mich aussprechen. Hm. Sie werden Ihre erste Investition jetzt verlieren. Sehr einfach. Weil Sie haben ein professionelles Konto, die mit Anfängern nicht funktioniert. Sie brauchen jetzt ein normaler Beginner-Plattform, ein Anfängerskonto. Ja, aber das hieß doch, ich kann mein Geld da auch ganz normal wieder auszahlen, wenn das nicht, wenn ich das nicht will. Dafür habe ich nein, ja 14 Tage Probezeit. Ja, das können Sie nicht machen, weil das ist falsch. Das ist nicht professionelles Konto. Ja, und die Frau hat gesagt, bei dem professionellen Konto kann man das Geld auch wieder auszahlen. Nein, das können Sie jetzt nicht so machen. Sie werden jetzt, weil das ist fair, Sie werden einfach verlieren. Verstehen Sie es? Ja, aber warum ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen. Wenn Sie möchten, Ihre Investition verlieren, das ist Ihre Entscheidung, ja? Wir sprechen jetzt seit 10 Minuten. Ich habe auch andere Aktivierungen hier. Und bitte, ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen, ja? Mein Ziel ist, dass Sie diese Investition nicht verlieren und haben normale Konto, wo Sie Profite machen können. Okay? Mhm. Ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen. Ja. Wenn Sie möchten diese Hilfe, ich bin hier und wir werden sofort Ihre normale Anfängerkonto eröffnen. Mhm. Sie werden sofort Ihre erste Investition da drauf bekommen. Okay? Ja. Sie werden insgesamt 460 Euro dann auf Ihre Anfängerplattform haben. Mhm. Auf Ihre Anfängerkonto. Und für diese Unannehmlichkeit, ich werde noch von meiner Seite 40 Bonus Ihnen geben. Ja. Wie viel Bonus? Das bedeutet, Sie werden von meiner Seite 125 Euro dazu noch bekommen. Weil das ein Fehler passiert und Sie jetzt verschwinden noch Zeit damit, ja? Weil das braucht noch 15 Minuten, ja? Deswegen, ich gebe Ihnen noch 50%igen Bonus dazu. Wenn Sie es machen möchten und möchten weiter handeln mit normalem Handelskonto, lass uns das machen, ja jetzt?
Ja, wie viel Geld habe ich denn nachher auf dem Handelskonto? Sie werden insgesamt 460 Euro haben und dazu meine gegebene Bonus 125 Euro. Das ist 585 Euro. Naja, dann können wir aber die 25 noch drauflegen, dass wir dann 600 voll machen. Okay, gut. So, machen wir jetzt. Ja. Also, haben Sie jetzt Visa oder Mastercard? Wie möchten Sie das machen? Na, ich würde das mit der gleichen Karte einzahlen wie beim letzten Mal. Ja, also womit haben Sie die Überweisung gemacht? Mit Visa oder mit Mastercard? Na, das haben Sie ja da stehen, denke ich mal, ne? Nein, das zeigt mir nicht, womit Sie haben gemacht, mit Visa oder Mastercard. Ach so, weil die Kollegin sagte, da ist so mit SSL verschlüsselt und es ist alles gespeichert und da wird dann automatisch abgebucht. Ich habe keine Ahnung, Herr Alfred, ich habe keine Ahnung, wie Sie haben gesprochen und mit alles falsch gemacht, ja? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur, um Ihnen dabei zu helfen, ja? So. Dieses Problem zu regeln. Ja. Also, bitte jetzt, sagen Sie mir, womit Sie haben das gemacht, dass ich weiß, wie kann ich Ihnen helfen, ja? Ja, ja, das habe ich... Mit Visa oder Mastercard? Ich glaube, das war eine Visa-Karte. Visa-Karte, gut. Sagen Sie mir bitte, haben Sie jetzt Zugriff am Computer oder Handy? Auf dem Computer. Okay. Haben Sie schon Benides? Ja, Benides. Was soll ich haben? Haben Sie es mit Benides gemacht gestern? Nein. Okay, dann wollen wir mit Enides machen, dass ich Ihnen zeige, was Sie sollen machen, was dass Sie das? Selbst sehen das, oder soll ich telefonisch Ihnen helfen? Ja, was ist denn das? Bitte? Was ist denn das? Enides, das ist Fernsteuerungsprogramm, ja, dass ich sehe, was Sie machen. Also wir verbinden unsere Bildschirme und ich kann von hier Ihnen sagen, was zu drücken und was zu machen, ja, dass es geht schneller. Ist das in Ordnung für Sie? Nee, dann wenn ich da jetzt noch so ein extra Programm brauche, das kann mein Computer sowieso nein. nicht, weil ich habe hier noch so ein Windows 98 Computer. Nein, hallo, Herr hallo. Alfred, das ist Sie. Ja, Sie müssen gar nicht hier bauen und sowas, ja? Das ist nur Applikation. Ja, aber mein das Computer ist ja schon so alt, der kann das gar nicht. Nein, also, das ist für alle Computer. Auch für Windows? Das ist normale auch für mein... Auch für meinen Windows 95 Rechner? Das ist ganz normales Programm. Das ist gar nicht das. Nur, dass wir unsere Bildschirme verbinden und ich sehe, was Sie machen, ja? Ja, wenn Sie sagen, dass das mein Computer kann, dann können wir das ja mal probieren. Aber wie gesagt, okay. Das ist noch ein Windows. Das ist aber auch noch, wie gesagt, das ist aber noch ein Windows 95 Rechner, ne? Also der ist schon fast 30 Jahre alt. Okay, jo. Wir werden versuchen, ja? Wenn okay. nicht, dann ich werde telefonisch sagen. Ja. Ich werde buchstabieren, ja? Ja. A wie Anton. Wo soll ich denn das hinschreiben? Im Suchfeld, Welches Suchfeld? Haben Sie im Computer kein Suchfeld? Nein, das ist doch ein Windows 95 Rechner, der hat sowas nicht. Okay, dann wie möchten Sie das machen, mit Handy? Nee, da geht ja kein Internet bei mir. Wie haben Sie Investitionen gemacht, Herr Alfred, gestern? Na, da hat eine Frau angerufen und das habe ich dann am Telefon alles durchgesagt. Gut. Also Sie haben keine... Dann sollen Sie mir dann sagen, Ihre Mastercard-Nummer einfach. Und ich werde das von meiner Seite machen, wenn Sie haben gar nichts. Warum Mastercard-Nummer jetzt auf einmal? Ich dachte, wir nehmen die Visa-Karte. Ja, Ihre Visa-Karte. Ich werde jetzt alles eintragen. Ihre Name, Nachname und so weiter. Ich werde das von meiner Seite machen. Ist es in Ordnung für Sie? Ja, meinetwegen. Bitte? Ja, ja. Können wir machen. Okay. Ich werde jetzt das eintragen, ja? Alfred. Okay, einen Moment, ich werde das eintragen von meiner Seite. Ist das in Ordnung, ja? Hä, wer ist da jetzt? Hallo? Einen Moment, ich werde jetzt Ihre Daten eintragen, hier, ja? Ja. Ich werde das von meiner Seite machen. Ich brauche kurz 2 Sekunden, ja? Einen Moment. Ja, aber Sie sind doch jetzt irgendwer anders. Wer ist denn da jetzt? Herr Alfred, ich mache jetzt das Vorbereite, ja? Ja. Weil Sie können das nicht von Ihrer Seite machen, das werde ich von meiner Seite machen, ja? Okay? Ja, okay.
Okay, einen Moment, ich werde das jetzt vorbereiten. Warten Sie ganz kurz. Ja, ich bereite das ja auch vorher. Ja, machen Sie es auch. Ich werde das von meiner Seite machen, okay? Okay. Einen Moment, ich, ja, danke. Jo. Haben Sie Visa-Kredit, ja? Welche Visa haben Sie? Herr Alfred, hallo? Hören Sie mich? Ja, jetzt? Ja. Ja. Welche Visa haben Sie? Kredit oder Debit? Die Frage ist bescheuert, das wissen Sie, ne? Nochmal, Herr Alfred, jetzt habe ich alles hier hinzugefügt. Ich brauche von Ihnen, welche Visa ist das? Kredit oder Debit? Ich weiß nicht, mit welcher haben Sie gemacht? Hä? Die Frage macht keinen Sinn. Das, was Sie sagen, existiert nicht. Wie bitte? Das, was Sie sagen, macht keinen Sinn. Ich verschwinde jetzt mal Zeit. Möchten Sie also Ihr normales Anfängerkonto haben oder nicht? Ja, ja, habe ich doch gesagt. Aber Ihre Frage, die ja. Sie mir gerade gestellt haben, die macht rein logisch keinen Sinn. Es gibt ja, keine Visa-Debitkarte. Ja, sowas gibt es nicht. Was? Also, gibt es Ihre Verbindung so ist irgendwie schlecht. Welche Visa haben Sie, Herr Alfred? Also ich habe wirklich jetzt nicht so viel Zeit, ja? Ja, ich habe sehr andere Aktivierungen. Sagen ja, aber Sie mir warum, bitte, was... warum sind Sie jetzt so unfreundlich? Weil ich habe jetzt meine 24 Minuten verschwunden, ja? Und Sie ja, mir aber gut, antworten Sie nicht. Aber Moment mal, Sie sitzen doch hier 3 Minuten am Telefon und sagen kein Wort. Und jetzt wollen Sie bei mir Druck machen? Ich glaube, es hackt. Herr Alfred... Ich mache das alles von meiner Seite, ja? Für ja, Sie. Aber lahmarschig. So. Und bitte dann antworten Sie mir, dass wir dieses Prozess abschließen und Sie ja. können normal handeln. Ja. Sagen Sie mir bitte. Was denn? Ihre Visa. Ja. Ich muss ja hier Kartennummer. Ja. Nummer von Ihrer Karte. Also was Sie wollen die da? Kartennummer haben. Herr Alfred, also... ich habe eine Frage gestellt. Sie werden Ihre erste Investition nie wiedersehen. Haben Sie... Jetzt pass mal auf, du Scheißbetrüger. Das, ja. was ihr da macht, ist Abzocke. Das ist illegal. Du bist eine Scheißbetrügerin. Verpiss dich. Ja, genau, Scheißbetrüger.